Oh mein Gott, da sind wir. Wir haben uns wieder zusammengerauft. Simon Kretschmann hat sich entschuldigt. Und wir spielen weiter Resident Evil 4. Wir sind in einem Schloss und wir werden das Schloss, werden wir zugrunde richten. Und wir werden Ashley retten. Heißt die Ashley? Die Präsidententochter, mein Gott. Von einem anderen, nicht Trump. Jetzt bei Resident Evil 4. Heißt die nicht auch Ashley? Ja, heißt die? Der hat so viele. Ivanka. Hier. Das haben wir eindeutig geklärt. Mein Internet-Nick kommt von der Tochter von Präsident Trump. Du hast schon ganz früh, warst du Fan. Ja. Wir müssten vielleicht einmal noch mal kurz versuchen, so auf die Kette zu bekommen, wo wir aufgehört hatten. Wir hatten hier den Raum schon gecleared quasi und die waren dann abgehauen. Es kann sein, dass wir ein Stückchen weiter waren, dann aber gemerkt haben, shit, wir können gar nicht speichern. Deswegen müssen wir einen kleinen Teil noch mal nachholen hier. Das sind so potenziell ein oder zwei Räume, glaube ich. Dieser mit den Balkons, ne, wo dann der Typ die ganzen Mönche. Der so, kommt jetzt noch mal. Ich glaube, ne? Der müsste noch mal kommen. Fuck, ja. Das hast den du hat, nämlich den, so gut den gemacht, den Typen zu erschießen, bevor er das Geschütz bemannt. Eine Frage: Was hatten wir? Hatten wir was getuned? Wollen wir noch was tunen? Wir haben eh keine Kohle. Wahrscheinlich haben wir das hatten wir, glaube ich, gerade gemacht. Ich glaube, das hatten wir gemacht und danach gesehen haben. Ne? Okay. Ja. Na gut, das. Okay. So. Ist das denn die richtige Tür? Ich glaube, das ist der Raum, den Gregor jetzt meinte. Auf die Map gucken, die hat ja normalerweise dann auch ein. Und da liegen Kräuter, das kann nur neu sein. Ja, oh, ist neu. Okay. Ich muss echt reinkommen. Ich spiele vor allem im Moment sehr viel Resident Evil 2 wieder und es ist. Hast du noch deine Zeit wieder runtergebracht? Meine aktuelle Zeit, ich habe es dann nicht mehr getwittert, weil es mir echt zu blöd ist. Das wirkt einfach peinlich, dass jedes dritte Posting von mir irgendwie eine Zeit ist. Hinter mir war noch ein Schränkchen, ne? Oh, Entschuldigung, danke. Ich bin bei 1. 1,16. Das ist ja, ein mega normal. Nee, auf normal. Welcher Schrank? Der kommt hier? Kommt man unter eine Stunde? Ach, ich dachte, das wäre ein Schrank zum Aufmachen, aber ist es gar nicht. Du kommst, glaube ich. Also, ich habe hauptsächlich eher Claire Runs geguckt, einfach um da den Vergleich zu haben. Natürlich. Da waren die schon bei 50 Minuten teilweise, aber es sind dann die Leute, die wirklich auf dem PC spielen. Und da habe ich auch gelesen, da sind ja diese Messer-Strats, gehen auf dem PC ja auch noch besser. Wegen der Framerate, genau, weil man irgendwie doppelt Schaden macht. Oh, Moment. Notiz des Kastellans. Hatten wir das schon gesehen? Ja. Mitglieder, ja, dann kann ich es ja wegklären. Du kommst jetzt in den Raum mit den Balkons und so, wo der Typ dann so im Kreislauf den Gregor dann so schön erschossen hatte. Du bist auf jeden Fall hier. Der Mann, den man fragen muss. Oh shit, oh shit, oh shit, stimmt, da meinte ich noch, ah, jetzt muss ich diesen Endgegnerkampf machen, kann ich nicht zurückgehen. Der ist an sich easy, wenn du ihn schnell killst. Alles gut, ihr seid, das kriegen wir schon hin. So, wenn du ihn schnell killst, vielleicht von da oben? Genau, du konntest hier durch die Tür hochgehen. Hey. Oh shit, oh leer. Sollte ich jetzt vielleicht lieber eine Blitzgranate? Noch welche haben? Eine haben wir mindestens noch, ja, sehr gut. Einfach die so selten benutzt. Ja. Das ist echt ein Lifehack, der mir anfangs nicht bewusst war. So. Problem im Straßenverkehr, Rauchgranate, Blendgranate. Gibt Schlimmeres. Wie die angeordnet sind, ne? Habe ich Schrotflinte? Habe ich nicht. Ich habe keine Munition. Du hast keine Schrotflinte. Das ist, da ist ein System dahinter. Ich weiß, ich finde es auch okay. So. Nehmen wir. Nach der Farbenlehre. Oh Gott, es ist noch hier gedingst. Blendet noch. Ja. Ist noch invertiert? Hast du auch seitwärts invertiert? Nein. Ich bin kein Unmensch. Doch, ich schieße gerade invertiert, möchte ich nur hinzufügen. Ist wahrscheinlich einer auf dich zugleich. Achtung. Ah nein. Ja, ja. Sehr gut. Man wünscht sich eine etwas genauere Steuerung. Was ist ein Nachladen? X. Okay. Aber die invertierst du dann auch wieder, wenn das. Du hast recht. So. Weil in Japan gab es ja auch noch mal die Marotte, dass da horizontal allgemein invertiert war eine lange Zeit. Also dass du das links und rechts dann noch mal anders machst. Macht man das? Ich meine, bei Flugspielen ja, aber links und rechts sonst zu invertieren, ist komisch. Hier ist nichts, ne? Ja. Weil die auf der linken Straßenseite fahren deshalb. Oh Mann, ich habe eigentlich den falschen Button zu drücken. Was ist hier? Messer? Ja, okay. Ach, die Dinger, ja, ich erinnere mich. Irgendwie fühle ich mich immer noch mit der Schrotflinte am allersichersten. Mhm. In allen Resident Evil Spielen. Aber Gregor, du übst doch auch. Also ich will jetzt nicht die ganze Zeit über Resident Evil reden, aber du übst auch ein bisschen. Ja, ne? Aber nicht in der Frequenz wie du. Ich habe es noch zwei, dreimal gemacht. Ich bin jetzt so bei etwas über 2 Stunden. Im Moment. Du kannst ja mal auf easy auch einfach um die Routine so reinziehen. Ich probiere es auf normal hauptsächlich. Aber da merke ich schon, dass ich da noch sehr viele Flüchtigkeitsfehler mache. Und
es wird schwer, wenn man sich da diese Hardcore-Super-Experten-Strats anguckt, weil bei denen ist sehr viel abhängig davon, okay, die wissen wirklich perfekt, ja, wie sich ein Gegner umdreht und da reicht ein Schuss ins Kniegelenk. Und so weit bin ich einfach nicht. Ja, da kann ich auch nur... Okay, die Maske... Hatten wir da eine Taktik? In der einfach mit dem Ding am besten, oder? Ich glaube ja, ne? Mhm. Ein bisschen Angst, dass der jetzt direkt in die Eier kommt. In die Eier. Bitteschön. Hast du gesehen, ja? Das Todesei. Er sieht, wie ich langsam anlege. Hätte auch zweimal noch daneben schießen können. Okay, das ist sehr durch. So, jetzt siehst du, glaube ich, den roten Typen nochmal. Kannst du vielleicht von hier sogar erschießen gleich? Einfach ein paar Sidesteps. Ja, aber ich stehe da hinten noch. Ich sehe ihn sogar. Hammer. Wenn du den jetzt kriegst, ist super. Soll ich auf den Kopf schießen oder was wäre hier? Ja. Ah nein! Nein, da ist er weg. Hast du es gesehen? Fuck, wie unvermittelt er einfach losläuft. Hat er gesehen, dass ich ihn anvisiert habe? Wie frech. Wahrscheinlich. Verdammt! Der Fickmann. Du kannst ihn, glaube ich, aber ich glaube, da hat ihn Gregor auch noch nicht erschossen. Ja, ich bin von der rechten Seite gekommen und dann hatte ich ihn quasi, als er auf der anderen Seite gegenüber war, erschossen. Ach ja, das, nicht mal der Kaliber bringt was. Schön ins Ei. Ah, es ist so zuckelig. So. Planned Parenthood. Die können sich ja zusammentun, jetzt hat jeder von denen noch ein Ei. Wahrscheinlich, ja, wenn ich nicht zufällig glücklich beide erwischt habe. Ich glaube, das ist das Resident Evil, ach, oder der Durchspielzug, den wir hier haben, wo ich am meisten hier Sniper-Gewehr gesehen habe, wie wir es benutzen. Ist kaum verwendet, glaube ich. Ja, ist schon... Oh. Ah, verdammt. Jetzt geht er hoch. Jetzt geht er rüber. Ja, genau. Du müsstest schnell hier kann man ihn erwischen. Da hat die Regel kommt, ne? Okay. Ah, nee. Shit, falsche. Da. Schnell, schnell. Oh ja. Hammer. Er lebt, glaube ich, noch. Super. Noch. Fuck. Einmal noch. Ach, shit, okay. Alter, wie? Fuck. Bevor er unten ist und dieses Geschütz aufmacht. Ja, aber du hast ihn doch one-shot-killed letztes Mal, oder? Vielleicht bin ich einfach zu gut. Ja, er hat das ja gut gemacht, schau mal. Du kannst ihn ja nicht in den Kopf schießen, also besser kannst du... Ich hab den... Ich hätte ihn jetzt schon zweimal noch erwischen können. Ich hab ihn gequickscoped oder so, ne? Quickscoped. Was immer das bedeutet. Oh, schau mal. Das warum nicht einfach... Schwarz ist von irgendeinem Kind. Aber warum nicht eine mit 4000 Pesetas? Ah. Als Speedrunner nervt einen das dann schon. Ach nee, da würde man sie gar nicht einsammeln. Ja. Ja. Du brauchst sie für dieses eine Upgrade, das einzige, was du holst während des ganzen Runs. Lässt du dir mittlerweile die Shotgun liegen? Ja. Bei deinen Runs? Ja, ja. Und die Schrotflinte wird liegen geblieben. Also ich überlege mittlerweile auch beim Speichern, oh nein, shit, wie viele Wege und so vermeiden kann beim Speichern und alles, was so dazugehört. Scheiße, hä? Ich hab's versucht. Braucht die Tür nicht, der muss sie nicht mal aufmachen, die Tür. So, der Typ müsste doch jetzt hier kommen. Ne? Da kannst du durchballern. Shit. Hammer. Geile Waffe, oder? Die ist gut. Die ist super, ja. Das hast du so gut gemacht scheinbar, Gregor, wie du den... Ja, jetzt macht er nämlich das. Oh. Aber den kriegst du schon. Das gibt, glaube ich, sehr viel Energie, wenn er dich trifft. Ich bin jetzt unschlüssig. Ist, glaube ich, links von dir. Er ist links von mir und ballert. Und ich warte ab, oder? Jetzt. Wohin nur? Ja, vielleicht. Oh, das sieht nicht gut aus. Muss er jetzt nicht nachladen? Geht das? Na. Boah, wie viel ein. Ui! Diese Krampe. Ja, endlich. Energie. Soll ich nur eins? Nee, oder? Ach, kombinier doch das eine mit dem roten und das andere nimmst du so, würde ich sagen. Ja, das andere nimmst du so. Kommt denn der Schlüssel jetzt? Ach so. Oh, der liegt. Oh, den kannst du. Da musst du rübergreifen. Galerieschlüssel. Genau, und ich glaube, in die Galerie sind wir noch reingegangen auch, ne? Ja, und da waren wieder auf einmal ganz viele Leute und da war die Folge schon zu Ende. Oh ja, stimmt. Jetzt sind wir wieder da dann. Ich glaube, da bist du hergekommen. Oh shit, ja. Oder? Ja. Nee. Ja, ja, das ist der Eingangsraum. Okay, und Galerie. Du musst wieder drumherum hochgehen und die Tür da oben. Also einmal hier nochmal zurück, meint ihr? Ja, genau. Okay. Ich bin beeindruckt, wie ihr euch das merken könnt. Irgendwie ist es ist für mich alles braune Räume, grüne Räume, dafür rote Treppen. Dafür habe ich sehr viele Geburtstage von Verwandten vergessen. Also. Ich habe ganze Verwandte vergessen. Im Leben gleicht sich alles aus. Könnte ich da jetzt auch runterspringen? Will ich das überhaupt nicht? Da hinten springe ich gar nicht. Ja. Da springe ich. Okay, klar.
So. Gallery. Use the key, Luke. Ach ja, das war das, genau. Stimmt. Ach, muss ich auch schießen. Ah, bestimmt das Auge ausgeschossen. Zum Glück war eine Rubin drin. Eine Spinell. In jedem Resident Evil Geweih oder so muss immer irgendwas wichtig sein. Bei Resi 2 gibt's keins, oder? Du hast recht. Nur eins, ja. Also in eins. Ach, das Ding. Das war, es muss zusammen 6 ergeben. Genau. Du drehst die einmal zusammen um mit dem Button. Und die Idee war natürlich möglichst wenige. Ich glaube, es war 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1. Also jetzt vielleicht hier nochmal. Aber das geht ja nicht, ne? Doch so. So, dann musst und jetzt den nochmal. Ach, da drehen sich ja dann welche. Warte mal. Okay, dann muss ich kurz mal das probieren. Und dann den. Nee. Letztes Mal haben wir auch einfach wild rumprobiert und es hat irgendwie. Nee, ich hab nachgedacht danach. Das glaube ich nicht. Aber die Logik. Kann doch gar nicht so. Okay. Irgendeinen muss man opfern, damit man woanders einen guten kriegt. Rechts 2 und 3 und das zweite ist auch 2 und 3. Genau. Und das dritte ist 1 und 2. Also du, nur ich glaube, es hilft, wenn du der dritte muss 1 sein und der letzte 2. Jetzt drück den 2er nochmal. Ja, Moment. Oh, schon. Nicht, nee, zurück nochmal den 3er, damit dein 2er am Ende ist. Okay. Und jetzt den 2er einmal. Jetzt den 2er einmal. Und 1, 4, 5, 6. Und jetzt müssen wir hier. Ja. Die kannst du lassen. Genau, das musst du auf jeden Fall so lassen. Welchen wollt ihr verändern? Den ersten oder den dritten? Ich will der zweite müsste ein Zweier auch werden. Der zweite müsste jetzt natürlich so nicht. Jetzt. Deswegen. Aber wenn wir den 2 in 4. Nee, 4, 5. Jetzt ist auch wieder. Jetzt kannst du. Wie hatten wir das denn letztes Mal? Warte mal. Dreh nochmal die 1 zurück. Jetzt mach mal die 3. Ja, hast du. Und dann. Nee, 6. Doch nicht. Doch. Oh, Moment. Nur die 1. Ich mach's nochmal hin, ja. Nur die 1 und nur die 4. Einmal die 1. Einmal die 4. Ja, 3. Genau, und das wollte ich auch. 1, 3. Ich weiß nicht, wie wir da hingekommen sind. Ich schon. Okay. Who knows? So. Die Munition hat aber niemals reingepasst in die Vase. Ja. Warum sie auch da drin antike ist. Antike Munition. Ich sammle gern Munition in Vasen. Muss ich sagen. Ich mach gern Vasen kaputt. Ich glaube, das ist hier nur, weil das Geräusch einfach so befriedigend ist. Ich habe ein kurzes Video gesehen von Sekiro bei Twitter. Er hat geschrieben, hat 0 von 10, weil er durch so einen Raum läuft mit ganz vielen Vasen und keinen davon lässt sich kaputt schlagen. Das finde ich sehr schön. Okay, ich drück's weg, oder? Ja, das den haben wir schon. So. Dann haben wir aufgehört. Start. Da haben wir nämlich aufgehört. Ich drücke Options. Oder Tab-Taste. Tab. Shit. Da haben wir aufgehört. Ich habe eine dumme Waffe. Ich habe eine ganz schlechte Waffe dafür. Shit. Oh. Ich renne schon. Oh, die haben eine schöne Reichweite. Okay, so, Granate. Brauche ich Energie? Nein, brauche ich noch nicht. Okay, Brandgranate? Ja, komm. Los, Granado. Das hat nicht funktioniert. Doch, ich glaube, du hast einen erwischt. Und da ist aber ich wollte mehrere erwischen. Tut mir leid, wenn ich die jetzt ein bisschen verbrauche. Das macht nichts. Aber besser als verkauft. Dafür sind warum habe ich die da hingeworfen? Okay, hat sogar. Jetzt könnte ich. Na gut. Oh, shit. Oh, wie gemein. Oh, siehst du die Lampen über denen? Oh, ja. Oh, du hast recht, da kann man jetzt drauf schießen, bestenfalls. Mit dem Snipper-Riffel. Ne? Oh, wenn das hinhaut. Oh shit. Hier? Ich hab die Lampe nicht gesehen. Ah, die sind nochmal um die. Ah! Um die Kurve. Oh. Sehr gut. Okay. Okay, da ist auch noch einer oben. Die sind an jeder Ecke. Jetzt muss ich auch mal nachladen. Oh nein! Oh, Raketenwerfer! Ja, Mönche mit Raketenwerfern! Wo stehen die denn? Wo genau? Oh, das ist doch alles auf jeden lächerlich. Fall an der falschen Seite immer. Holy shit. Das sind so Sachen, die ich mich überhaupt gar nicht erinnere. Nee, es null, ist, oder? Ich kenne die Strophe gar nicht von 99 Luftballons, ne? Mönche mit Raketenwerfern. Alter. Komm jetzt. Ah, um die Ecke gebracht. Da. Oh, wenn du das schaffst, ey. Unheimlich. Moment. Moment. Nein, das ging nicht. Ich glaub, jetzt nicht. Tut leid. Du bist zu klein, okay, wahrscheinlich. Dann lade ich jetzt mal die Schrotflinte erstmal nach. Da sind wir eine Generation zu früh. Von den Konsolen. Das war die Hitbox, war noch nicht so gönnerhaft. Okay. Aber es ist toll. Ich habe jetzt gerade ein GIF gesehen, wie man bei Red Dead Redemption, wie halt die Waffe, die man hinten trägt, sogar getroffen werden kann. Also es ist mit den Hitboxen echt schon krass mittlerweile. Oh, oh. Ja, sehr gut. Okay, das ist ja die ultimative Waffe, oder, eigentlich?
wenn sie langsam sind, ist sie super. Ja. Denk an die Raketenwerfer noch, ne? Irgendwo sind sie. Ich dachte, ach, du hast recht. Ja, zwei müssen es noch Kriegsminister sein. Kriegsminister hier. Kriegsminister gibt's nicht mehr. Und auch keine Raketenwerfer. Ah, okay. Shit, schnell, hör auf. Was genau hat er jetzt gemacht? Der hat, glaube ich, schon gezielt. Hä, hast du jetzt alle? Wo? Hast du gar keinen getroffen? Warum? Raketenwerfer, wieso? Oder? Wie viel? Weiß ich nicht. Doch, scheinbar schon. Wer weiß das so genau? Ey, ihr könnt gerne jetzt weitermachen. Wer Mach möchte du als nächstes? Ich habe das Gefühl, ich habe die besten Parts gezeigt. Jetzt kannst du nur noch nach unten gehen für mich. Nee, mach doch, bis irgendwie eine Cutscene oder irgendwas kommt. Na gut, okay. Sollen wir das mal machen? Ja, komm. Das Zerschießen der. Da ist bestimmt Spinell drin oder so. Immer. Nee, es war nur zum Töten der Raketenwerfer-Dudes. Okay. Irgendwelche Türen? Ah, sind die an der anderen? Da ist, das ist gut. Oh, ist das, geht das wieder runter zum. Ich gehe erstmal weiter, oder? Das sieht irgendwie aus, als ob da wieder einer. Zum Kettenmann? Ja, ja. Oh nein. Wir sind doch gerade erst. Oh, und da liegt doch gerade erst hinter uns. So. Also, ich habe auch keine Ahnung, wo dieses Fenster sein soll. Vielleicht im Stockwerk drüber, wenn du nach oben guckst. Du meinst das mit den Raketenwerfern? Ja. Ist da noch ein Stockwerk irgendwie? Nee, ich denke, die sind hier an diesen Ecken bei diesen. Diese Runden, die wie Gebetsmühlen aussehen, da sind die hier. Da sind die irgendwie rausgekommen. Vielleicht haben sie sich gegenseitig erschossen. Das kann sogar sein, oder? Das ist ein roter Knopf. Die sich treffen können. Scheint eine Art Sicherheitssystem zu sein. Deaktivieren, ja. Ah. Oh, nice. Eine Truhe. Ja, Moment, aber die ist viel zu hoch jetzt. Da komme ich doch gar nicht ran. Ich dachte, da wäre eine Tür. Das hat mich auch gewundert, Fabian, dass man die Vasen bei Sekiro nicht kaputt machen kann. Ja, da sind die. Das sind andere jetzt. Oder dieselben? Nee, das sind dieselben. Die machen immer die Tür auf und zu, je nachdem, wo du bist. Okay, aber dann sind. Da ist hier irgendwas anderes rausgekommen. Die machen immer die Tür nur kurz auf und ballern und machen wieder zu. Ich meine. Ja, immerhin haben sie ihre eigene Cutscene, damit man das mal weiß. Aber wo ist diese Tür? Siehst du die irgendwo hier? Oben im ersten Stock, glaube ich. Ich will die jetzt mal sehen, dass wir Bescheid wissen. Hinter diesem. Hier vielleicht? War das hier? Nee. Guck mal weiter nach links. Da vielleicht rechts. Guck einmal, ich gehe einmal rum. Da kommst du ja hin. Irgendwo machen sie da ja wieder die Tür auf, wenn du falsch stehst für die. Ja, vielleicht ist es jetzt wieder zu einfach. Ja, aber sieht es aus wie eine Wand? Ist da nicht irgendeine Form von Öffnung? Ich glaube, es ist hinter diesem einen Bild. Okay, wie kriege ich das jetzt? Soll ich da. Kannst du da rüber jumpen jetzt? Ah ja, eventuell. Ja. Nee. Shit. Dann musst du die Wege drumherum vielleicht erstmal nehmen und gucken, was. Ja, da ist noch eine Tür offen. Hier unten waren auch noch mehrere Türen, ne? Ups. Ja, wir haben den Raum einfach zu schnell gesäubert. Hier ist schon mal nichts. Waren zu gut. Wir waren zu gut. Links ist eine Tür, geradeaus ist verschlossen. Hier war wahrscheinlich diese eine. Ach nee, Es geht einfach nur runter. Okay. Ja, okay. Stimmt. Das ist das Gegenstück, ja. So ein beherzter Tritt. Ey, diese Raketenwerfer-Dudes, jetzt sind die einfach wieder weg, essen Pausenbrot und kommen dann einfach gleich wieder. Also lass dir noch mal ein bisschen. Ja, war auf den richtigen Moment. Also, warte noch mal ein bisschen. Hier noch mal. Ja, oben kannst du auch lang. Vase! Oh. Ah. Da ist eine Jawohl. Jetzt kommen sie raus. Jetzt kommen sie ganz sicher. Treffen. Wenn du darüber läufst, dann bist du in deren Schussfeld. Ja, die Sniper, ne? Im besten Fall. Oh, warte mal, was ist eigentlich aufmachen. Mit Zoom? Achso, ja, mit dem linken Stick. Achso, das ist ja okay, kenne ich ja. Ich dachte gerade, das wäre was Neues. Ah, shit! Da sind die! Das sind. Boah, sind die das? Wie, ey. Ja, ne? Das ist ja unfair. Soll ich da nicht lieber eine Granate nehmen? Ja. Ja, aber vielleicht generell erst. Ich nehm's nicht, ich will es zum Beispiel jetzt schon mal kombinieren. Ach so, ja. Ja, was meinst du gerade? Ja, ich weiß auch nicht genau. Erstmal schießen lassen, die vielleicht. Aus dem Raum rauszukommen. Ja, genau. Raus und Granate wirst du wahrscheinlich nicht so weit werfen können. Lass die erstmal schießen drauf drumherum und dann werfe ich Granate. Okay, dann nehme ich. Oder soll ich dann die Schuhe. Nee, Granate ist besser. Ist sicherer. Oh. Okay. Die haben jetzt keine Waffe mehr plötzlich. Vielleicht haben sie nur einen Schuss. Das haben sie nicht gut durchdacht. Ach so, ja. Das habt ihr nicht gut durchdacht, oder? Das ist ja super. Dann nehme ich sogar nur die ganz billige Puppel. Pam, pam. Oh. Geil. Gut, lauf rüber. Fantastisch. Nice. Ach, hier ist ja auch. Hier ist der Gang. Ah, da ist einfach nichts, leider. Und ihr Taschengeld nimmst du auch noch mit. Das finde ich aber nur fair, finde ich, dass sie. Ah, da waren wir schon mal bei der.
Also wir waren schon bei der Tür, wo das reingehört. Genau. Okay. Ich wusste gar nicht, dass hier Türen, abgeschlossene Türen unten waren. Nur für mich nochmal Gitter davor. Ah, das ist das hier. Du kannst, glaube ich, runtergehen, jetzt, dann kommst du zu der Gittertür. Ist oben keine? Okay. Dann oder hier runter. Da runter jumpen, je nachdem. Immer noch das Gefühl, ich habe irgendeine Tür vergessen. Wo waren denn die Gitterdinger? Das Gitter ist hier hinter dir jetzt. Ja? Nee. Ja, aber du hast irgendwo hier ist es auf an dem anderen der anderen Seite, genau. Da. Geradeaus in der Mitte. Das war's, ja. Ah, nee, das war das Rätsel, da sind wir hergekommen. Ach stimmt, gut, du warst einfach hier quasi eingesperrt. Dann gibt es irgendeine andere Tür, die noch weiterführt jetzt. Das ist wieder der Weg nach oben. Ja, der Weg nach oben. Sonst guckst du auf. Okay, wir haben hier jetzt alles abgesucht, wirklich. Hier unten bin ich mir sicher, dass wir alles haben. Aber war hier nicht noch eine Seitentür? Ach so, oben lang. Ups, nee, hier also nicht. Die andere führte zu diesem... Da, nee. Nee, das ist wieder das Treppenhaus. Treppenhaus, ey, wie oft ich da... Na, Map, hier. Map ist drei. Ja, jetzt sind wir da. Das war der Knopf. Ja, stimmt. Okay, jetzt drücke ich Dreieck. So. Okay, nach links und dann geradeaus. Hier, den Weg sind wir noch nicht gelaufen. Ah, okay, ja. Sind wir doof. Die Tür. Logisch. Ist da noch ein Knopf rechts? Was ist das ist der, den wir gemacht haben, damit der von unten hochkommt. Genau. What the fuck? Ah, okay, sehr gut. Jetzt gebe ich ab. Ich bin zufrieden. Das war schön. Wer von euch möchte denn? Du bist jetzt, glaube ich, dran. Dann mach ich mal. Und danach wäre Gregor. Dann spiele ich den Rest der Folge einfach. Genau. Teilen wir das um. Aber erstmal mache ich eine Stunde jetzt. Ja, ja. Vielen Dank für dieses Getränk übrigens, Gregor. Gern geschehen. Sehr gerne. Warte die Rechnung ab. Das Zweifache vom Einkaufspreis wahrscheinlich einfach. So. Das ist eleganter Steuerbetrug. Okay, beide Wege werden weiterführen jetzt. Mhm. Kannst dich entweder entscheiden, bei beiden sind Schätze. Ich gehe mal nach links. Ich habe überhaupt keine Erinnerung mehr daran, was hier jetzt passiert. So. Man fragt sich schon, ne, warum das so selektiv verändert wird. Es war zu groß, das Spiel einfach. Ich glaube auch wirklich, das Schloss war an sich zu groß und sich ein bisschen zu ähnlich. Und da sind jetzt auch nicht die markanten Rätsel drin. Ja, es kommen noch ein paar Parts, die sind wirklich markant. An die kann ich mich noch erinnern, aber es sind natürlich viel Bindeglieder dazwischen. Welchen Gang bist du noch nicht lang gelaufen? Was hast du noch nicht gemacht? Ja, ich glaube wirklich, wie du meinst, das Spiel ist zu groß. Man hat zu viele, es gibt ja viele schöne Momente. Alter. Willst du es einmal ordnen, Fabian? Ja. Willst du es einmal machen? Du weißt ja, einmal mit der Schrift nach oben, einmal nach unten und längst die Munition alle. Wiege. Tja. Gehört das so rum? Das passt überhaupt nicht zu dem. Aber passt das denn nicht über das Visier? Also. Ja. Ach komm. Ja, es passt. Aber das ist ein Schulterding, Fabian. Das gehört so. Das passt so. Das ist auf deiner Schulter drauf. Ja, ist mir schon klar, aber im Vergleich zu dem Gewehr ist es ja falsch rum ausgerichtet, oder? Willst du sie spiegeln noch? Mhm. Ja, du müsstest sie eigentlich spiegeln. Ja, aber wenn oder eh, nach links. Wäre das packen. Eh aber ja auch verkehrt rum. Ne? Ja, aber wenn du die beiden nach links packst und das Gewehr nach rechts. Ich lasse es einfach so, glaube ich. Du kannst die Red 9 hochkant machen und dann unten in die Ecke. Okay, spiel einfach weiter. Den muss doch schon der Fuß lahmen. Er nimmt auch immer denselben. Was kommt denn jetzt hier? Das ist Pilates, nennt man das. Greifen die mich irgendwann an? Ja, ja. Nein, aber du kriegst Items. Na, wenn du sie alle bestätigst. Ja. So, ja, das muss auch jemand sagen. Jo. Guck mal, es gibt trotzdem eins. Geil. Da ist noch was drin. Ich muss noch Alter, wie viele sind denn hier drin? Ist es ein Wunschbrunnen? Oh, ist geil. Oh, das ist ja der Hammer. Aber jetzt ist Schluss. Schade. Und sagt nein. Ja, ich muss sagen, ganz viele haben sich ja über das Verkaufen von Sachen, von Granaten aufgeregt. Und das muss ich sagen, jetzt, wo man es noch mal ein bisschen mehr sieht so, und sich nicht nur an die markanten Stellen erinnert, man braucht schon viele Granaten oder kann sie sehr gut gebrauchen. Aber auch gut verkaufen, finde ich. Man kann sie auch verkaufen, aber ich finde im Ernst, ich würde sie jetzt nicht mehr verkaufen, weil sie einfach so geil sind. Ich hatte ja auch meinen Spaß eben damit. Okay, wir haben den Schatz vergessen. Aber die Tür ist falls, zu. Falls wir überhaupt durch können, durch diese Tür, ja. Weil ich werde dann einfach random andere Sachen verkaufen. Es gibt auch bei Sekiro zum Beispiel, gibt's auch. Ich verkaufe da konsequent schon viele Sachen. Müssen mit aber eben hin. Nicht alles. Ja, du kannst einiges da verchecken. Für manche lohnt sich einfach nicht für die paar Penunzen, die man kriegt. Ja. Garantiert nicht. Oh, der Part. Oh, so Labyrinthe mag ich auch gar nicht. Oh, der Part ist das. An den kann ich mich auch negativ erinnern. Mhm.
Aber ich glaube, du hast immer ein paar Schrotflintenschüsse frei. Den habe ich insbesondere im Kopf. Noch mal. Ich habe da so ein Video gesehen, wo sie die Technik von Resident Evil 4 gezeigt haben und wie da die Cinemascope-Balken für die Cutscenes gemacht wurden. Da haben sie nämlich einfach, die Cinemascope-Balken sind 3D-Items in der Welt gewesen, die drübergelegt werden vor die Kamera. Das heißt also, die haben sie zur Seite gedreht und da haben sie so Cinemascope gezeigt, wie da einfach zwei schwarze Balken in der Welt herumhängen. Still alive, I see. So, do you like my garden? I see you've managed to work in a little of your twisted taste here, too. Sagacious as I am, even I get lost here sometimes. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Do you know that no one dies without a cause? You will satisfy the stomachs of my cute Hunde. Pets. Oh. Now, if you'll excuse me, I have to tie up a few loose ends. Like chasing down a couple of rats. Two rats? If one's Lewis, who's the other? Huh. They're an intruder besides me? Ich nehme, glaube ich, schon mal die Schrotflinte jetzt. Wer ist denn der andere? Ist es Ada? Nein. Es ist wieder Ada. Die ist, auch, die ist in jedem Spiel. Die hat am meisten Credit. Die hat bestimmt mit den Producern irgendwie. Ist die im Bett. Sicherlich. Oder? Der Polygon-Charakter. Wobei, bei dem Producer, bei dem Spiel, man weiß ja nicht. Ja, das ist das Gute bei Videospielen. Sowas wie Weinstein kann da nicht, es kann gar nicht existieren. Ne? Das ist schön. Eine Sache, um die man sich keine Sorgen machen muss. Du meinst, Pixel haben keinen Anwalt? Nein, so meinte ich es. Gegenteil ist der Fall. Uiuiui, die sind richtig hässlich in dem Spiel. Aber die halten zwei Schrotflinten auf. Zwei Schrotflintenschüsse. Die sind mehr wölfisch als. Ja, sind keine Zombie-Dobermänner. Aber fiese Geräusche auf jeden Fall. Eigentlich müsste man dich jetzt auch mal in Ruhe lassen, damit du. Ach, da ist einer drin. Ohne Scheiß. Ich fände das super lustig. Why not, ne? Das ist so lustig. Nein, mach die Zuckerdose sicher auf. Oh ja. Durch die Gitter. Immer durch die Gitter töten. Aber du machst doch auch die Tür auf. Oh, das war ja auch. Alter, der hat die dicken Tentakel. Oh, die sind schon beängstigend, oder? Mit diesem krass, Feature. Ja. Der Mund hört auch nicht auf, ne? Achso, keine Schuss mehr. Die immer mit ihren Heckenlabyrinthen. Außer in Medien. Ich habe noch nie eins in echt gesehen. Ich glaube, das gibt's nur in Filmen und irgendwelchen. Naja, so irgendwelche Parks, wenn du mal Urlaub warst, und Schlosspark oder so, da gibt's sowas auch heute echt? Wieder mal. Ja, klar. Na, ich. Ich wollte jetzt auch nicht Heckenlabyrinthe anzweifeln. Das ist keine große Verschwörung oder so. Aber ich habe noch nie eins gesehen, um ehrlich zu sein. Ich habe aber noch nie eins gesucht. Du kannst da kommt ein Hund gerade. Du kannst dir sicher sein, dass wir ein. Oh, da ist einer rübergesprungen. Beide erwischt. Einen fiesen Comment haben von der Heckenlabyrinth-Lobby. Ja, für mich, immer wenn ich Heckenlabyrinth sehe, ich Budi, wie er irgendwie mit seinem nordischen Bauernakzent beim. Du weißt ja aus dem Game One Landwirtschaftssimulator. Was machst du denn nur im Heckenlabyrinth? Jedes Mal höre ich das in meinem Kopf. Ich hab wieder einiges an Einspielern gesehen für ein anderes Format, was wir beide machen, Simon. Und es näher weiter zu benennen. Das könnte das sein. Nerdquiz muss es sein. Ja, genau. Oder Future Club. Future Quiz. Nerd Club. Ja. Der gute Nerd Club. Future Quiz. Das ist eine gute Idee, ein Quiz-Show über Sachen, die erst noch passieren werden. Das ist eigentlich ja. Und die Antworten, die könnten stimmen. Mit einer Wahrscheinlichkeit, so eine Wahrscheinlichkeitsformel, wie Wahrscheinlichkeit. Da müssen wir mal drauf rumdenken. Aber das berechnen. Du wolltest was anderes sagen. Ich hatte noch eine andere, nicht konkrete Formatidee, aber ich hätte mich eventuell reich machen können, aber es ist schon sicher alles gesichert. Nordkorea. Nordkorea? Ja. Nicht schlecht. Ich darf es nicht machen. Cultural Appropriation. Ja. Aber wenn ich Koreaner wäre, dann Nordkorea. Kannst du nicht einen koreanischen T-Shirt-Shop online aufmachen? Es gibt schon lauter T-Shirt-Shops. Ach, scheiße, ja. Okay. Da ist gemischt Steve Urkel mit King. So, das hier war der Startpunkt, ne? Um das mal kurz zu rekapitulieren. Hier sind wir reingekommen. Ja. Ich glaube, wir müssen uns mal zwangsläufig mehr an die Karte sammeln. Ich gehe mal links lang und sammle den Schatz ein jetzt. Ich würde auch, jetzt bist du, glaube ich, schau nochmal nach. Ich wollte den Schatz holen. Okay, dann machst du es, oder? Ja, lass dich nicht verwirren, du machst es vielleicht richtig. Achte auch drauf, die springen über die Hecke rüber, teilweise. Aber du hältst dich doch total. Kannst du links die Kisten zermessern? War ich das? Ich dachte, da war ich eben schon. Wo denn? Ja, da rechts? Oh ja. Geht sowas? So nicht. Nee, die nicht. Das ist Deko. Nee. Okay. Jedenfalls, ich habe wieder viele alte Game One-Einspieler gesehen.
Ja. Es sind die Bats. Sie existieren. Nee, ich habe das lange nicht mehr gehabt, dass ich so, also länger nicht mehr. Früher hatte ich es ständig, aber dass man sich so die ganzen Einspieler. Ja, du machst hat ja. Hat sich so viel angehäuft, dass man es irgendwann nicht mehr gucken kann. Du machst ja eh immer noch Einspieler für Game 2. Das ist ja was anderes. Leider also nicht mehr deshalb. So viele. Und es war ja auch was ganz Besonderes damals. Ja, ja. Es war unsere Zeit. Also, ich meine, so gut wie wir Einspieler geschrieben und gemacht haben, kann ja nicht sein. Es ist ja Fakt. Aber es ist auch schön, was gucken zu können, wo man eben keine Arbeit mit hatte. Das ist das Schöne an Game 2. Was irgendwie den Spirit genau weiterführt, aber Alter. Das ist ja perfekt. Dürfen wir den adoptieren? Das ist hier nicht getroffen. Okay, jetzt. Och komm. Was erlaubst du dir, durch die Tür zu klippen? Oh, da kommen die Tentakel raus. Das sieht geil aus dem Rückgrat. Das finde ich irgendwie cool. Messern. Kannst du es nicht auch messern? Keine starke Kette, wenn man sie so einfach messern kann. Aber gut. So, das Messer ist nur jetzt? So stark wie der es führt. Da hast du mal was. Schatz. Uff, das ist doch kein Schatz. Heilspray. Das liegt überall im Schrank rum. Ich hätte mich anderswo gefreut drüber. Es gibt Momente für Ersthilfe und es gibt. Oh! Den hast du schön, der ist einmal durch den Körper. Oh, hier ist ein Kraut, ja. Shotgun-Muni, ja. Das war ein gelbes Kraut. Das war ein gelbes Kraut, genau. Wirklich? Und wir sind. Da springt noch einer gleich. Wir sind auch schon relativ weit, was den Energiehaushalt angeht. Tatsächlich, ein gelbes Kraut. Kriegt man immer eins oder ein halbes? Oh, oh Gott! Alter, der ist. Oh, Alter. Du Sau! Nice, ey, der ist einfach drumherum gesprungen. Shotgun nicht mit mir. Oh, doch. Ja, nur noch einen Schuss. Kannst du aber auch gleich nehmen, ne? Oder? Ja, mach ich jetzt. Du hast noch ein Grünet. Hammer. Oh, ah, man kriegt, ich dachte so ein bisschen, man kriegt mehr, aber man kriegt ja echt nur ein Viertel. Ein Viertel Feld. Ja, aber das ist jetzt sehr viel Fitzel. Aber das ist jetzt schon zwei Fitzel gleich. Theoretisch könntest du dir ja auch Ashley geben. Wart! Nein. Weiß jemand, wo der Ausgang hier ist eigentlich? Du musst zu der Tür, da oben zu der Tür, glaube ich. Wie komme ich da hin? Hier lang? Frage nicht, wenn du es vermutlich am besten weißt. Okay. Jetzt sind wir wieder hier oben. Probier es einfach. Da. Oh, schön. Ah, genau, das ist der. Da stimmt. Die Form dafür haben wir eben schon gesehen. Ja, da oben die Tür müsste es sein. Ist da, oh, noch, da ist noch eine Kiste. Geil. Oder war die schon offen? Oh, shit. Nee, oder? Die waren da neu aus. Ne? Tja, Labyrinth ist Labyrinth, ne? Ja, von oben. Muss doch hier sein eigentlich. Nee, oder? Vielleicht im nächsten, ne? Nee. Ist auch sehr, sehr oben. Ah. Ist schön, dass sich Leon einfach daran hält. Nee, ich gehe nicht einfach zwischen die Hecke. Das stimmt. Hm, keine Kiste gefunden. Ja, sie ist eventuell über links diese Brücke rüber musst, auch. Ne? Über diese Brücke, damit du da hinkommst. Oder? Achso. Okay, jetzt sind wir wieder am Eingang. Aber kannst du hier. Nee. Na gut, dann über die Brücke, ja, was Krieger sagt. Das kann man halt ungefähr gar nicht erkennen jetzt, oder wie ist man die da Brücke, jetzt gehen muss. Wo ist denn da? Ist die Brücke dieses dunkle? Ich weiß leider nicht, was die Brücke davon ist. Ich würde sagen, das ist das Dunkle, ja. Ja, komm, du kriegst es ja eh hin. Einfach immer links halten. Na, ja, hier rüber. Super gut. Oder? Was genau ist, um was läufst du da rum? Okay, war das der Rum war es schon. Okay, dann war es nicht die Brücke. Ja, das ist aber der, jetzt haben wir die beiden Hälften davon. Irgendwas ist dahin passiert, glaube ich. Ja, wir können jetzt wieder zurückgehen, wo wir hergekommen sind. Da war eine Tür, vergiss wo nicht, die beiden Hälften rein müssen. Du wolltest, glaube ich, die Kiste auch noch aufmachen. Da ist, glaube ich, noch eine. Und ich glaube, da ist jemand gekommen. So. Alter! Ja. Oh, nee, Schrotflinte. Ja, ich habe keinen Schuss nicht mehr. Oh, shit. Auch keine Granate, ne? Nee. Oh Gott. Granate. Doch, du hast eine Brandgranate. Perfekt. Nee, komm. Boah. Du hast noch so ein Erweiterungs. Mhm. Geil. Hat dich voll geslashed. Alter, die sind richtig heftig, ne, wenn die eintreffen. Die heftigsten Feinde bisher. Okay. Oh, kannst du dazwischen? Hier meinst du? Ja. Da ist die Kiste auch. Ah. Gute TMP-Munition. Boah, toll.
verkauft. Gut, jetzt müssen wir wieder zum Eingang zurück und da wieder durch. Genau, siehst du, du musst da hoch auf diese Treppe, ja, die links von dir ist. Gregor, willst du eigentlich mal auch ein Training machen für Razy? Auf jeden Fall. Speedrun, ja. Ich muss, aber bist wahrscheinlich erst so unter, ja, 2 Stunden. Also, oder auf jeden Fall in Richtung nahe 2 Stunden. Das darf ja nicht, nicht zu gut sein. Sonst ist es ja kein Training mehr. Ich will da, wenn ich... Oh, siehst du da einen Gegner? Wo? Ach nee, das ist die leere Kiste. Ich erkenne. Ja, sehr gesehen. Ja, wenn wir einen Termin gemacht haben, dass ich zumindest dann noch ein bisschen regelmäßiger jeden Tag zumindest einmal es mache, damit ich nicht zu inkompetent wirke. Und dann, wenn wir richtig uns duellieren, dass man dann konsequent... Ich habe jetzt auch gerne, also ich habe es ein bisschen über jetzt gerade und höre auch gerne jetzt erstmal auf und dann kannst du ein bisschen weiter üben. Und dann kommen wir da schon zusammen, glaube ich. Ich würde mich nur freuen, auch mal dein Training zu sehen. Mach mir das große Duell auf der Gamescom-Bühne. Es ist ja wirklich ein Freundesduell, weil ja, ne, es ist ja nicht mal derselbe Modus. Es sind unterschiedliche Modi, ja. Andere würden uns umbringen dafür. Ah, gute Cutscene. Ah. Oh ja, okay. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up. Sexistisch. Hast du auch Matrix gesehen? Oh Gott, sie hat die Sonnenbrille auf. Using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Siehst es? Long time no see. Ich hab dich gar nicht erkannt. Mit der Sonnenbrille. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? See you around. Ada! Weiß ganz genau, dass ich mich nicht durch Rauch bewege. Oh, das war's. Okay. Willst du machen, Gregor? Ja, kann gerne übernehmen. Ich kann mich noch erinnern, ich brauchte diese Szene für irgendwas Game One-Technisches. Oder zumindest, damals konnte es nicht einfach ins Internet gehen, weil es nicht so viele Let's Plays gab, wo sie die in guter Qualität das. Trant hat das nochmal für mich gespielt. Top 5 der explodierenden Sonnenbrillen. Wahrscheinlich. Ja. Das ist gar nicht so falsch. Und das war nur Top 4. Ja, ey. War das furchtbar gerade. Trant hat es für mich gespielt und gesagt, ja, dann mache ich das. Und er hat es, glaube ich, innerhalb von einer Stunde 20 bis hierhin geschafft, um mir die Cutscene aufzunehmen. Das so ich bin kurz davor, es nicht zu glauben, aber andererseits geht es hier um Trant. Ja. Der hat es wirklich mega oft durchgespielt. Der ist, glaube ich, irgendwann auch bei 2-3 Stunden gewesen am Ende. Der hätte im Grunde auch einen Speedrun irgendwann starten können dazu. Warum? Ja, das war immer das Lustigste, wenn man irgendeine Szene wollte und ein paar Stunden investieren musste. Und dann die Szene gar nicht so gut war. Mhm. Oder die falsche. Und man dachte, nein! Und der Cutter hat sie gar nicht genommen. Ja, man muss extra sagen, schneid sie noch mal richtig rein. Ich habe dafür 4 Stunden eingespielt. Exakt. Und er versteht überhaupt nicht, warum. Ja, warum ist das eine Bild oder das andere? Nein, aber das für das eine habe ich mir Arbeit gemacht. Ja. Ja, ich kann es gut verstehen. Aber liegt hier noch was rum? Oder? Nicht mehr, ne? Draußen am Balkon warte ich schon. Ne? Achso, ja, auf dem Balkon. Da sind wir durch die Ecke gegangen, rum. Da geht's wieder. Ist das der andere Weg, den man hätte nehmen können? Ja, ne? Das könnte sein, ja. Aber soll ich mal speichern und zurückgehen? Nö. Ne, also von wegen, ich weiß ja nicht, ob da noch coole Items sind, aber wahrscheinlich ist es eh nur Munition. Also man hätte es auslassen können, weil man eben nur die ganzen Gegenstände. Aber nein, man muss so die Crests irgendwie sammeln. Hä? Naja, du wärst ja hierdurch dann da reingekommen. Ja. Auch ohne das. Weibel Eindringling. Ein weiblicher Eindringling, wahrscheinlich gehört sie zu Sarah. Sie es war, die das injizierte Ei vor dem Schlüpfen des Parasiten aus Sarah entfernte und ihm von dem Eintreffen der Amis die Probe stehlen ließ. Sie ist eindeutig auf die Probe aus. Wir müssen sie finden. Bestimmt arbeitet sie in jemandes Auftrag. Nee, sie macht es aus freien Stücken. Sie müsste alle unsere Fragen beantworten können. Wenn wir sie haben, müssen wir keine Sorgen machen. Warum ist die Probe immer in Anführungszeichen geschrieben? Vielleicht ist das schon...
Du Motherfucker. Ich hab dich vorher nicht gesehen, oder was? Nee, überhaupt nicht. Ich hab den Zettel geachtet. Das passiert ihm sicher häufig. Ist das, hat er die Fackel. Ich glaube, das ist so ein Fall wie bei Austin Powers, diese, wo du nicht weißt, wann man Anführungsstriche macht. Ne? Anführungsstriche? Ja, genau. Oder wann man sie macht. Also sie. Das ist geil, das kannst du bei allem machen. Nur da, ich gehe jetzt nach Hause. Ja gut, das könnte ich machen früher, vor einem Jahr. Ich gehe jetzt nach Hause. So. Okay, also ich hab noch ein, der Schrank ist, da ist nichts drin, ein Item gefunden. Mhm. Eventuell kann man das. Wir haben schon sehr viel Energie, aber braucht man vielleicht auch noch. Kombinieren, kann man, mit was? Kann man Schrotflinten-Munition kaufen? Leider nicht. Schon wieder vergessen. Nee, kann man nicht, ne? Spiegel brauchen wir noch. Perlen. Nee. Da ist die Perlen noch schon drin, oder nicht? Ja. Ich glaube schon. Oder untersuch ihn doch mal. Ups. Ha. Ist glaub, schon versetzt, okay. Mehr, ja, aber direkt schon. So verkaufen. Ja. Gut. Aber nicht dieses große Dingsel, was wir da hatten. Welcome. Got some rare things on sale. What are you selling? Is that all? Thank you. So die Spinellis und Designkristalle, ja. Eigentlich auch, ne? Alter, die können wir, ja klar. Ist ja richtig viel. 22.000, ist der Hammer. Und nochmal zu Hammer, Alter. Boah, jetzt kannst du ja alles. Fuck. Du bist hier gleich sechsstellig. Thank you. Fast so wie wir mit dem Alter auf der Couch. Das. Hier hatten wir die schon eingesetzt, die grünen Augen oder so, ne? Da konnten wir ja nicht einem sicher, grünen, aber ich glaube, die Maske oder der Illuminados-Anhänger, der kann, glaube ich, weg. Meinst du wirklich? Ja. Also ich verchecke jetzt mal den Spiegel. Ah. Ja, die Frage ist, brauchst du die Kohle jetzt gerade? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Kannst du den Rest also mal behalten und wir gucken später nochmal. Ja, lass uns erstmal. Guck mal, ob es nicht die bessere Schrotflinte gibt jetzt. Ich check mal. Die Broken Butterfly ist die Magnum. Also ich glaube, die kommen ein bisschen später, die bessere Shotgun. Und den Minenwerfer und Raketenwerfer brauchen wir nicht, finde ich. Eigentlich nicht, nee. Schulterstütze. Geil, wir haben schon alle Waffen, die wir gerade kaufen können. Da kannst du noch schön tunen. Je nachdem, was wir tunen wollen. Aber wir müssen auch das Geld nicht ausgeben, ne? Wir können die Red 9 natürlich noch, wenn wir die eh behalten. Die Red 9. Wollten wir ja, ne? Ja. Oh, ich habe auch nichts dagegen. Nö, klar. Ich bin immer für Tune. Mach die zumindest mal auf Level 4 überall. Ja. Ja, wir haben geguckt. Haus raus, Mann. Ja. Geil, voll upgegradet. Der Hammer. So. Zwei letzten Level, glaube ich. Kann man das mehr wollen sie uns gar nicht. Gewehr kannst du noch verbessern. Kann ich noch? Ja, generell, da ist sicher noch. Oh, ja. Ne, Schrotflinte geht immer. Ja. Oh, jetzt aber wird's schon eng. Da ist die Frage, ob wir hier die Schrotflinte noch upgraden. Mach Ladegeschwindigkeit. Die Ladegeschwindigkeit? Oder das, ja, mach ruhig. Ansonsten, dieses Snipergewehr war ja echt hilfreich, oh ja, aber ich weiß nicht, ob man dann. Da kriegen wir bestimmt auch noch ein geileres. Ja, also wir haben das halbautomatisch, wir können es auch noch später upgraden, bestimmt. Ja. Kannst du mal aufs Halbautomatisch, kannst du mal klicken, bitte? Warum, ja, warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Der bietet nichts an. Wahrscheinlich, wir haben schon für sein Maximum hier geholt, ja, und die roten, das heißt, dass es dann neue Upgrades oder so gibt, ne? Mhm. Wenn wir die Dinger hätten. Ja, gut. Ja, super. Gut investiert. Ja. Finde ich. War da nicht schön? Da. Direkt neben dem Bett hier. Der stand auch da die ganze Zeit, wenn wir die Action mit Ada gemacht haben. Haben wir auf die Uhr geguckt. Ja, schon mal so die Waren und Inventur gemacht. Wenn die sich da in den Slow-Mo bekriegen. Er hat sie nicht erkannt. Dabei trägt sie sogar wieder ein rotes Kleid. So. Wollt ihr mich verarschen, Leute? Ah. Farbenblind. Wenn es irgendeinen logischen Grund gäbe, warum sie immer dieses Kleid trägt, irgendein geheimer, das macht sie unsichtbar oder es ist in Wirklichkeit ein Kampfdress oder so oder ein Mac. Das sieht hier nicht schon. Oh. Jetzt bald ist das Schloss aber auch mal vorbei, oder? Was nee, ich überleg grad? Das ist noch ordentlich. Ja, echt? Also ich sag schon nur, ein großer Part. Ich sag nur, es brennt. Es brennt? Nein, aber fällt dir dazu nichts ein? Brennt es noch? Habt ihr den ganzen Part vergessen? Na, es würde mich wundern, wenn es nicht explodiert oder brennt am Ende. Die fließenden Lavaströme im. Ach du Scheiße, Schloss. Ernsthaft? Lava? Ja. Nee, Mann, hab ich vergessen. Hey, du musst dir das alles merken, was da steht. Ne? Dessert, das ist genau. So das können wir noch nicht. Dessert für die verbleibenden Jahre. Mit Brot fängt alles an. Ja. Wie ist es hier?
Okay. Irgendwo ist noch so eine Tafel da hinten. Macht mir Angst, dass da so viel jetzt dazu kommt. Fleisch, um die uns gegebene Zeit zu feiern. Oh oh. Ein letzter Schluck und die Flasche bricht. Verwandelt uns zu dem Staub, aus dem wir kamen. Oh Gott. Oh Gott. Das sieht doch nicht gesund aus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sag mal, wie viel geht denn? Also, aha, ach, das ist der Schießstand. Nee. Nee, ist er gar. Hm? Okay. Ah, okay, wir müssen die wegballern. Wirklich? Ja, ja. Okay. Nacheinander wegballern. Okay. Ja, okay. Was war das erste? Wir checken gleich nochmal. Das letzte ist die Flasche. No? Mit Brot fängt alles an. Er wird nach dem Fleisch kommen dann. Okay, ja, dann. Aber eigentlich kann man ganz Brot, Fleisch, machen. Dessert, Flasche. Wenn es wirklich nur vier Sachen sind. Lass mal gucken. Aber nicht mehr schon. Ja, ich dachte, ich habe die gar. Ich will nur hier das Scope benutzen, um zu gucken. Okay. Genau. Also Brot, Fleisch. Bist du sicher, dass das Dessert danach kam? Ja, es ist also. Das ist ja gesunder Menschenverstand, oder? Ja, stimmt schon, ne? In Spanien? Fleisch, Dessert, Wein. So. Brot. Nope. Sicher? Okay. Meinst du, das gehört nicht dazu? Nee, du hast vielleicht recht, man muss es. Ich hätte gedacht, es ist dann. Also das Drehen bedeutet Reset. Also die Flasche ist am Ende. Aber dann ist ja schon mal Brot schon das Problem. Wenn der erste schon. Wenn das erste schon. Ich hab's ja getroffen, ne? Fleisch, um uns die gegebene Zeit zu feiern. Kann ich mich sogar an das Rätsel mittlerweile erinnern. Ja. Bisher für die verbleibenden Jahre. Also doch, ja, danach. Das Dessert kommt danach. Haben wir irgendwas das vergessen vielleicht? Ja, vorher, ganz ich, vorne? Ich check mal hier. Nee. Was mit der Tafel? Genau. Und hier an der rechten Wand ist auch keins mehr. Also jetzt hinter dir da irgendwo. Achso. Also erstmal eins. War hier das Bild. Die beiden sind das hier noch. Okay. Leider schon muss die gegebene Zeit zu feiern. Und ein letzter Schluck und die Flasche bricht. Ja, aber dann ist Fleisch scheinbar. Ich muss das auch in umgekehrter Reihenfolge machen, aber das ist eigentlich Quatsch. Oh, probier doch einfach mal. Ja? Hä? Okay. Na gut, okay, wir fangen an mit der Flasche. Vielleicht müssen wir das gar nicht mit Reihenfolge machen, so das war das Einzige, was wir anballern können. Oh shit. Na gut, vielleicht war das Geheimnis in dem, dass die Flasche zerbricht halt. Vielleicht sollte das der Gag sein. Ach so. Wir waren einfach zu klug. Oh, ich erinnere mich. Hey. Ich erinnere mich. Warum? Oh, du kannst den nicht. Du kriegst es nicht, oder? Kriegst du es auf? Doch. Kannst du wahrscheinlich doch aufmachen. Okay. Puh, dass ich nicht dran bin. Du machst es, Gregor. Du hast die Schrotflinte auch. Alles gut. Keine Chance. Ey, oh je. Der hat hinten auch so ein Ding, habe ich gesehen. Ja. Kannst du nicht aus dem Käfig raus jetzt? Alter, wie Spacken. Nee. Messer oder. Ah. Oi, oi, oi. Energie ist voll. Komm, nimm noch einen. Nee. Ja, ich werde sowieso alle Wahrscheinlichkeit verlieren, aber wir wollen ein bisschen die Taktik mal angucken. Das ist schon alles gut, du schaffst es. Jetzt sieht's gut aus. Vielleicht musst du mehrfach, ja. Probier's noch ein drittes Mal treten. Oh, zu. Oi. Ah, shit, ey. Ah, dieser furchtbare Mensch. Nee. Ja, das bringt nichts. Ich hab dich ja reingeritten. Nice. Ja, wir probieren es einfach gleich nochmal. Vielleicht müssen wir ihn anlocken, dass er in die Tür reinrennt oder so, ne? Das ist eine gute Idee. Ich glaub's aber nicht. Versuche auch mal, einmal anzugucken, ob da nicht irgendwo ein Stück bei ihm ist, wo man drauf schießen kann. Ja, er muss sich ja nur umdrehen, weil hinten ist dieser Facehugger, der Backhugger. Ich darf theoretisch eigentlich auch nicht laufen bei dem, ne? Weil wenn ich mich langsam drumherum bewege. Nicht rennen, meinst du? Ja, genau, ja, weil er hört das Laufen, ja. Vielleicht kannst du es so machen, dass er immer in den Sockel in der Mitte schlägt und da irgendwie stecken bleibt, aber weiß es nicht. Die Granaten sind auch auf jeden Fall hilfreich. Oh ja.
Da kommen also immer mehr drumherum. Okay. Oh. Das ist ja mega fies. Wie auch drumherum noch diese Leute postieren mit Morgenstern und es ist so unfair. Oh. Ah, so ein Pfeil in der Schulter. Ganz schlechter Montag. In Ruhe liegt die Kraft. Du machst das. Oh, schade. Ich hab doch Ruhekraft gesagt. Geh nicht zu nah ans. Ach, komm. Okay. Du musst diesen Sweet Spot finden. Hä? Okay. Vielleicht. Nee. Oh, wie? Sehr gut. Shit. Hat sich original umgedreht. War schon besser als letztes Mal. Sag mal, der ist direkt hinter dir. Der ist direkt. Ich nehme auch meine Granados gleich mal. Ja, mach das doch. Also das langsam Laufen ist schon mal ganz gut. Ich darf nur auch nicht nah ran an die Türen. Ja, cool. Oh ja, sie draußen erwischt. Oh, shit. Wenn der Pause macht, macht mich wahnsinnig. Oh, naja, aber ganz schnell passieren. Warte mal ab, bis du dran bist, an den Waschen dran. Oh, jetzt hast du's. Messer, oder? Oh, Schöne. Super. Du bist leer. Ich bin leer. Das dauert immer lange mit der, ne? Keine Ahnung, was man da am besten noch macht jetzt. So gut. Oh nein, die schönen Items verschwinden. Oh Gott, es geht ja auf jetzt. Warum geht es denn auf? Ging es schon immer auf? Nee, ich glaube, weil ich die Granate auch geworfen habe. Ah, du hast das Schloss zerschossen, ja. Ja, eigentlich kannst du ihn ja drin lassen, oder? Du hast ich weiß nicht, ob er drin ist gerade. Ja. Oh, er ist drin. Okay. Ah, das ist sehr befriedigend. Ist da auch ziemlich mies, aber auch, wenn der ist blind, ne? Du stehst hier er sieht trotzdem, er, siehst du, er sieht trotzdem den Ausgang. Nur ein Quatsch. Geh du raus, dann geh ich rein. Da rechnet er nicht mit. Oh. Hast du ihn? Nein, er rennt. Vorsicht. Oh, spannend. Oh, oh. Ich wollte gerade sagen. Das sind ja Gitter. Da kann er ja durch. In der Ruhe liegt die Kraft. Aber du machst das doch schön. Da ist noch was drin, ne? Da links ist noch. Genau. Keine Blendy, aber. Aber die Granate hilft nicht bei diesen Backhagern, ne? Das ist eine Frage? Ich bin mir gerade unsicher, ich glaube aber nicht. Oh. Ich nehme gleich mal die. Es kommt ja auch einer raus, theoretisch, wenn ich ihn dann damit treffe. Ja, nimm ruhig mal eine Stärke. Komm, na, lass uns, wir haben noch zwei Shotgun-Schüsse, die sind ein bisschen. Jawohl, da schleicht er sich ran. Du hast ihn! Endlich. Ach, Nase. Er spuckt was aus. Was ist es? Kohle. 15.000 aus dem Arsch. Lass noch eine kleine Werbung machen. Ja. Ich glaube, ich muss mich mal kurz erholen. Aber das war anständig, ne? Hi. Gut nach vorne gekommen. Es kann nur einen Weg geben nach vorne, die Schrotflinte voran. Leute, kämpfen wir. Mach Musik. Mach ist das erlaubt? Werbung. Es
waren ja erholsame 3 Minuten. Ja, ein bisschen alles wieder runtergekommen. Wobei es noch ein bisschen mehr ist, 3:30, oder? Mit den, ja. 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 Aber ich erhole mich immer nur für 3 Minuten. Die anderen brauche ich immer zum Abklingen und dann wieder zum. Ich muss ja auf Betriebstemperatur kommen. Weil ich finde, ich habe das super gemacht. Das hast du wirklich gut gemacht. Ja. Kann man nicht. Och, möchtest du eine Bestärkung oder möchtest du eine ehrliche Meinung dazu? Eine Bestärkung. Ich habe mir in der ersten Hälfte gedacht, du bist trotzdem ehrlich. Dass du noch drauf gehst, weil ich dachte, krass, so viel Munition und Energie verschwendet und wir waren eben noch so gut aufgestellt. Danach ist es allerdings aber krass gekippt und du hast es richtig gut gemacht. Naja, aber insgesamt überwiegt immer noch die Einschätzung, ich wünsche mir, du wärst gestorben. Ich bin doch aber ich bin doch einmal gestorben. Ich habe danach. Ja. Aber danach ist es in der ersten Hälfte noch schlechter gemacht. Was? Oh Gott, oh Gott, nein, ich hab's perfekt gemacht. Das Resultat. Guck mal, wie perfekt ich das gemacht habe. Schau dir den da an. Wie gesagt, später war es okay, aber du hast am Anfang. Schau dir den hier an. Ich weiß nicht. Aber hat schau dir den an. Zack, zack. Wer hat denn den letzten? Wie, du kriegst. Ja. Zu Edeka oder in irgendeinem random Supermarkt, dessen Namen ich nicht nenne, kaufst dir 999 Rubbellose. Und dann hast du 998, wo du nichts gewinnst und ärgerst dich schon, sondern hast du einen, das schmeißt du 5 Euro und denkst du, ja, ist eigentlich ganz cool gelaufen. Ja. So ähnlich war es. Ich finde deine Analogie nicht gut, Fabian. Ja, vielleicht mehr, 10 Euro. Ich glaube 5 Euro. Du bist schon ein 10-Euro-Mann. Diese hypothetischen Lose, die niemand beim Edeka gekauft hat. Ich weiß gar nicht, wo es überhaupt noch Rubbellose gibt. Aber ja, ich glaube im Kiosk, ne? Ach ja. 6 aus 9. Rubbellose. Ich kannte mal jemanden, der hatte eine ganze kind Schublade voll mit die mega gut. Ups. Ja. Könnten wir auch mal ein Format rumstricken. Man könnte auch mal Rocket Beans rumrubbeln. Endgegner rubbellos. Ich sehe jetzt direkt, ich sehe das Rocket Beans rubbellos. Das, na, also, direkt vor mir. Meine irgendeine Quiz-Sendung. 5 Bohnen. Gibt es bestimmt noch, die wir noch nicht gemacht haben. Da kann man einfach alle Punktzahlen immer durch Lose dann rausholen lassen. Jeder zieht immer nur eins nacheinander. Ich glaube, wir haben hier von hier alles geholt. Ne? Oder war nicht drüben noch eine Tür? Würde ich jetzt sagen, in die bin ich ja nicht reingegangen. Von hier. Okay, also hier sind 2 Türen, durch die ich kann. Ups, Dreieck. Das könnten wir als Spiel auf der Webseite vielleicht anbieten. Als so Rubbellos-Ding, so mit coolen Sachen, die Leute gewinnen können. Oder so formatbezogene Rubbellose. Keine Ahnung, hast du Dienstag-Rubbellose? Wenn du es schaffst, 3 Bohnen aufzurubbeln, dann findet der Dienstag statt, ansonsten nicht. Aber mindestens 3, ne? 4 ist nahezu unmöglich. 4 Bohnen aufzurubbeln ist so wirklich. 1 zu 17 Millionen. Ich glaube, wenn hier. Quasi wie die Superzahlen noch, ne? Superzahl, Booty. Ey, das sind alles gute Ideen. Trag das mal ein. Ich glaube, von hier kommen wir zu dem einen Raum, wo die Schatzkiste war, wo wir nicht lang konnten. Ist es nicht irgendwo hier? No? Irgendwie sowas, wenn wir hier rum lang gehen. Egal. Was ist denn das neue Item, was du jetzt hast, die Sanduhr, ne? Ja. Ja. Okay. War die zum Verkaufen oder war die war wahrscheinlich wirklich das, wichtig? Das ist jetzt noch der Raum vor der Sanduhr, also in den hätten wir auch vorher schon gehen können. So, da kommen gleich jetzt Gegner raus, bestimmt. Aber du machst das so schön methodisch, also du natürlich auch. Ich finde so richtig schwer. Ah, oh, Schlange! Oh, schön drüber gemacht. Oh. Schön weg, gut. Die hat sich zu Tode erschrocken. So schlecht sind wir gar nicht, wollte ich eigentlich sagen. Nein, mach auch nur Spaß, Gregor. Nein, ich mach's im Großen und Ganzen. Resümierend, wir alle sind gerade. Akzeptabel gemacht, ja? Akzeptabel ist, finde ich. Es ist auch eine schwierige Situation gewesen, so auf engem Raum mit dem Typen zusammen dann. Und in der Ruhe liegt die Kraft und da lag sie auch. Sind das für Geräusche? Das sind die Raben wieder, oder? Raben? Rabogramm. Die Kohlraben. Ja, sind sie, die Kohlraben. Kohlraben. Ja. Ah. Ah, okay. Das ist der, von dem du gekommen warst, der Gang. Mhm. Das heißt also, die war vorher zu, die habe ich jetzt aufgemacht, sodass wir ein paar extra Bonus-Krams gekriegt haben. Oh, ist das Ding da oben? Kannst du nicht auf der Karte sehen, wo es weitergeht? Ja, der ging sowieso hier zurück und ich dachte, eventuell führt das noch in diese Schatzkiste nach hinten. Ich probiere mal, aber das ist nicht, da ist nicht mal ein. Das ist ein Klorollenhalter. Ja. Da war nicht mal ein Laserpoint. Du hast das vielleicht mitgekriegt, ne? Dieser Klorollenhalter, dieser Resident Evil Schatzkisten-Klorollenhalter. Hab ich alles mitbekommen. Da haben wir ein bisschen was kaputt gemacht und das hast du. Ich habe schon einen Austauschdeckel bekommen. Wollte gerade sagen, jemand hat es nämlich wieder zusammengebaut. Steht auf meinem Schreibtisch, was uns der Kerl geschickt hat. Du hast es nämlich falsch rum aufgeschraubt und dadurch ist oben diese Halterung abgebrochen. Ja, aber du kannst doch nicht Affen ein Werkzeug geben und ich wundern, wenn sie das einsetzen. Wir oder versuchen mit dem Ding noch mal diesen Monolithen-Einspieler von Dings nachdrehen. Ja, ich kann es mir richtig gut vorstellen. Ach.
Aber danke nochmal an die Stelle. Das war Hammer. Das war echt schön. Müssen wir echt nochmal abfilmen lassen, ne? So, oh, da. Bevor wir es wieder kaputt machen. Da bleibt der Morgenstern zurück. Rechts ich kannst da, du durch das Granate Gitter habe ich. Ja, die kommen auch von unten. Oh, warte mal. Da schieße ich auch gleich durch. Und oben hängen da auch so da oben ist der entlang gegangen. Hammer. Wunderschön. Nein, oder? Erstmal. Da ist noch eine Treppe. Jetzt hätte ich Angst. Da wissen wir ja, die hilft gut. Oh, da liegt ein Raketenwerfer. Du musst doch nicht durch das Schild durch. Ja, aber es macht Spaß. Der Raketenwerfer? Da liegt tatsächlich ein Raketenwerfer, ja. Und links ist ein Hebel. In der Glasvitrine, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Okay, ich check mal. Tatsächlich. Oh, ja. So ein guter GTA-Raketenwerfer. Okay. Das ist doch zu verlockend. Das ist so eindeutig eine Falle. Oben hängt noch eine Lampe zum Runterschießen. Die man jetzt braucht. Okay, jetzt kannst du wieder hochgehen. Da rechts liegt noch irgendwas. Oh ja. Ach nee. Hinter dem Gitter. Auf der hinterm Gitter, genau. Oh ja, sehr gut. Ja, aber ich nehme die Pesetas. Den Raum mache ich dann noch. Oh, ja. Da will einer durch. Der da kommt in den Morgen. Ah, ah, ja. Ja. Gut, du kannst treten. Ups. Oh, beide erwischt leider. Schön ins Gemächt. Wo kamt ihr denn her? Na. Oh ja. Ui, da kommen die anderen. Da kannst du durch. Wahrscheinlich jetzt genau durch. Geht das, ne? Durch alle durch? Hammer! Boah, schön. Aber der lebt. Oh! Wenn du richtig krass bist, lockst du jetzt die dahin, ja. Und schießt dann auf das Öl. Auf das Feuer. War da gerade ein Pferd unten? Das sah ein bisschen so aus. Mittlerweile glaube ich alles. Ach nee, es war eine Couch. Ich wette, es kommt einer von hinten. Genau dann, wenn du schießen willst. Oh. Das war ja perfekt. Ups. Das ist ein anderes. Der sieht ein bisschen anders aus, ja. Was? Oh, ist das irgendwie... Ha! Der ist da raus! Okay. Das war gut. Auch neu. Deshalb sieht er auch anders aus. Weil er da rausgehen kann. Da kann ich mich auch schon irgendwie nicht mehr dran erinnern. Der was Bastard. Ist das? Oh, da liegt was. Da liegt hinten noch ein bisschen Kohle. Ja, das war der, den ich... Oder ist sie weg gerade? Oh, jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg, ne? Ach ja, da sind sie. Was ist mit dem hier eigentlich, genau? Kommt vielleicht später. Okay, von der anderen Seite. Automatisch. Geht's da komplett raus? Ja, da geht's weiter hoch. Lass uns erstmal das klären. Mhm. Oh, Vorsicht. Da hab ich's gesehen. Oh, gut. Ah, shit. Und das Glas ist wieder heil. Wie kommt das denn? Nee, nur die eine Seite. Ja, was aber auch relativ quatschig ist, ne? Ist ein bisschen quatschig, ja. Aber du weißt, vielleicht wird es ja, nicht wobei, die Glas hat das anders. Das sind einzelne Rahmen an der Seite auch nochmal. Es könnte theoretisch schon sein, dass es noch heile ist. Oh, wundervoll. Was ist das auch für ein Ding, so ein Raketenwerfer reingelegt und von jeder Munition so eine Sorte so... Ja, heiliger Raketenwerfer. Das ist nice. Oder sie hatten gerade einfach keinen... Alle Schubladen waren schon voll. Oh. Oh, Dios mio. Das sagen die? Schön. Nein.
Oh, da ist er. Du die Treppe runter. Jetzt spielst du richtig gut, Gregor, um das du bist, mal was Stärkendes zu sagen. Du bist gerade sehr, sehr befriedigend. Ich muss in die Steuerung wieder reinkommen und dann geht das. Das macht richtig Bock, dir zuzufugen. Das ist nett gesagt, Fabian. Das klingt sogar ein bisschen ernst gemeint. Das war die Tür, hä? Von eben. So, ja, da hinten ging es ja nicht nochmal weiter raus. Kann sein, dass ich hier eventuell was übersehen habe. Nein, nö, ich glaube, du. Auf dem Tisch nicht. Hier konnte man ja runterjumpen. Da haben wir alles geholt. Dann gehe ich hier noch mal kurz raus und wir tauschen gleich. Ah ja, passt doch perfekt. Hm. Da steht er wieder, hm? Da steht er wieder, ja. Dann mach den doch eben noch, oder? Ja, genau. Lass mit dem noch kurz reden. Oh, er hat was Neues zu kaufen. Oh nein, wir haben nicht genug Geld. Wir verchecken noch ein bisschen. Ja, wir verkaufen jetzt. Ich habe noch Granaten. Nee, die behalten wir. Ich finde auch die. Ich würde jetzt auch die Schatzsachen noch weg. Ja, guck mal, ja, wir haben noch Spinellis und. Gucken wir mal. Ja, du musst schon ein bisschen mehr noch verkaufen, glaube ich. 75.000 war es, ne? Ja, kommt hin. Ja, jetzt grüne. Können wir die beiden verchecken, oder? Ja, auch, guck mal, die grünen Augen eigentlich auch. Weg. Ja, ist doch egal. Ich finde auch, es geht. Also ich würde die Lampe erstmal. Ja. Und den Anhänger würde ich auch noch verkaufen, oder? Weil der scheint doch fertig zu sein. Ah, die Sanduhr, es war doch nur ein Schatz, ne? Oh, okay. Und was mit der Sanduhr? Cool, da hätten wir den Typ gar nicht besiegen müssen. Wir hätten den ganzen Raum, müssen? Doch, du konntest, da ist eine Tür aufgegangen, durch die du dann durchgegangen bist. Und der Typ war der Koffer von allen jetzt. Ist aber auch praktisch, wenn du jetzt natürlich auch nochmal einen Raketenwerfer hast. Mhm. Wobei wir den wahrscheinlich eh einmal benutzen und verchecken dann, oder nicht? Weil du kriegst doch, findest du da überhaupt Muni für? Ich glaube nicht. Man, ja, sonst wäre ja Quatsch, oder? Ich glaube, du findest kaum Muni dafür. Ja, man kann ja immer so dabei haben. Es gibt sicher ein paar Endgegnerkämpfe, wo wir froh sein werden, wenn wir da vielleicht 3 Schuss noch haben. Stimmt. Es ist der Raketenwerfer in Red Evil. Wie viel Schuss haben wir denn überhaupt da? Einen. Erstmal nur einen, ja. Ja. Frage ist danach, ist es weg oder kann man nachkaufen? Na gut, ich save jetzt erstmal ab und dann gebe ich ab. Dann machst du weiter, Simon, ja? Oh, bin ich schwer, ne? Okay, ja, machen wir. Danke fürs Umstellen. Man muss nicht durch 500 Menüs. Ich glaube, es gibt keinen, mit dem ich gemeinsam spiele, der auch invertiert spielt. Ja. Mach dir mal Gedanken. Ich muss immer genau wissen, wo die Option ist zum Umstellen, weil sonst ist es meine Schuld. Das ist wie den Klodeckel oben lassen. Ja, es ist wirklich. Ja. Du bist schuld. Wobei, was ist das auch für eine Vereinbarung? Ja, wenn der Klodeckel unten ist die ganze Zeit, muss ich ihn doch hochmachen. Ja? Es da ist eine Bewegung. Brauchen wir gar nicht, also die Klodeckel-Diskussion brauchen wir gar nicht erst anfangen. Ja, aber. Ich weiß gar nicht, dass es da eine Diskussion überhaupt so gibt, ehrlich gesagt. Achso, du pinkelst auch nur im Sitzen? Ich habe das nicht so. Ich pinkel auch nur im Sitzen. So hinterfragt, ob man einen Klodeckel auf oder auf der Couch. So. Auf der Couch, genau, immer nur im Wohnzimmer. So. Leon. Küss mich. Ui. Ach komm. Tot. Oh, komm. Oh, ich hab jetzt. Ich mochte ihn. Ich mochte ihn auch. Ich wusste gar nicht, dass der stirbt. Ich auch nicht. Ja. The Antidote! Mir war nicht sicher, ob das schon so früh ist. Nein. Saddler. Ey, der verdammte Saddler. Das ist eine Fleischwunde, das kriegen wir hin. Wo kam der her? Nee, ich will es nicht wissen. Now that I have the sample, you serve me no purpose. Saddler! My boy Salazar. We'll make sure you follow the same fate. Stay with me, Lewis. Kann immer noch reden. Du hast keine Lungen mehr. Wirklich, einfach alles Wichtige war da in der Mitte. Ja, das stimmt. Ich kann in dir ein Auto parken. Here. It should suppress growth of the parasite. The sample. Saddler took it. You have to get it back. 2 Sätze, die du dir hättest sparen können, da wir das gerade auch gesehen haben. Lewis! Stimmt. Habe ich komplett vergessen, dass der stirbt. Das war immer traurig, weil den mochte ich. Ja. Aber vielleicht der hat war noch gar nicht auserzählt. Er hat mir nicht genug Zeit, um zu nerven. Das war es wahrscheinlich. Ja.
Partypillen. Tic-Tac-Gum. Schon wieder rum. Für 94, das ist das, was das du, ist Gregor, nicht schlecht, das ne? bist du. Ne? Das ist nicht 94%. Schlecht. Okay. Ist auch ein Leben verloren, aber das gehört nun mal dazu. Und 35 Minuten haben wir noch. Das ist schön. Da können wir nochmal, jeder nochmal. Schaffen wir noch ein Kapitel. Oder? Was war das? Jetzt kommen wir in 3, 4, ne? Ja. Ich glaube, davon gab es tatsächlich. Mit deinem Tod werden sie büßen. So, da ist jetzt auch Ashley wieder erschienen. Ach ja. Zumindest noch nicht, aber ja, bald. Hä, warum wird das jetzt hier schon gespoilert? Schon komisch, ja. Ich glaube, ich höre sie. Ja, aber sie muss sich ein bisschen gedulden. Sie ist im gleichen Raum, deshalb hörst du sie. Vielleicht ist hier nur wieder jemand auf Toilette nebenan. Ja. Das ist ausnahmsweise mal nicht Hannes. Wir haben die TMP-Munition auch noch gar nicht verkauft. Da ist sie. Ach nein, oh mein Gott, jetzt kommt der Typ, ne? Ist das so? Ist das immer noch der gleiche Raum von der anderen Seite? Das heißt, die war jetzt in mehreren Stunden. Ja, muss ja. Ich glaube nicht, dass sie sich eine andere Wand nochmal gekettet haben dann. Ich weiß ja nicht, ne? Vielleicht hat sie von Wand zu Wand gereicht. Ja. Ich habe das Gefühl, es war so mehr Zufall. Sie haben einfach ganz viele Fallen aufgestellt und sie ist in eine reingerannt. Bevor du weitermachst, irgendjemand hat in den Comments geschrieben, dass immer Schätze hinter Bildern von Sadler versteckt sind und da ist jetzt eine gegenüberliegende Wand. Ach Quatsch, das lass ja, das mal gleich nie testen. Das wäre ja Hammer. Also es hat jemand in den Comments geschrieben, vielleicht kann man da was messen oder mit untersuchen. Gold auch noch. Goldene Waren. Von diesen Bildern, die schon vorbeigekommen sind. Scheiß. Gehen wir nochmal alles zurück? Zitat Enemy Mine. Scheiß. Geliebter Feind. Stimmt. Da bin ich, glaube ich, gekommen durch. Ja. Ja, darf ich kurz nochmal, warte mal. Und der stand auch da. Also Settler ist ja auch durch diese Tür gekommen und Louis auch. Ich will kurz mal gucken. Wir brauchen nichts mehr, ne? TMP wollte ich noch verkaufen, genau. Oh, hatten wir das? Ja. Ich dachte, cool, wir haben da eingesammelt, aber es. Nee. Ich glaube, ich. Entschuldigung, Schnell hattest du noch potenziell, ja. Okay, gut, war eine dumme Idee. So, jetzt holen wir die Olle. Gegenüber ist eine. Treppe. Treppe. Die Treppe, ja, okay. Ashley! Ist auch schön, wie er gar nicht mal Bescheid sagt, dass er da ist und sie gleich retten wird. Du musst die Dinger anballern, ne? Bestimmt. Kurz einmal umschauen. Steht da unten auch einer? Noch keiner, ne. Ach nee, das ist einfach nur gerade kaputte Scheiße. Echt, man muss die rausballern? Na, kannst ja? du wahrscheinlich nicht. Glaube ich nicht. Oder? Ich weiß, meine, nee. Kannst du mal probieren, aber. Nein. Nee, klappt lieber nicht. Da war noch eine Tür oben, die du durch kannst. Wahrscheinlich musst du drumherum. Waren zwei Türen sogar. Ja, hier ist noch dieser lange Gang. Dann nimm die kleine erstmal. Langer Gang fühlt sich für mich eher so an Adios. Auf immer Wiedersehen. Ah, okay. Es rührt sich nicht. Das war die, genau, das war die. Das hatten wir schon mal. So, jetzt aber. Help, help. Und läuft irgendwas drin? Nein, ne? Okay, dann. Können Ashley nicht zurücklassen, alright. Kannst du sie vielleicht einfach rufen über R1? Also, dann machst du, oh, klack. Ich konnte schon immer raus. Hier kannst du runterspringen irgendwo. Ja, links oder rechts? Leider nicht. So, ich laufe einmal noch hier lang. Vielleicht ist ja noch ein offener. Ah, da vielleicht? Da ist ja, so eine das Ecke. Das Gelände kaputt ist auch nicht. Das sieht gerade nicht so aus. Sind wir denn blind oder was? Okay. Also, die Sachen sind schon mal nicht. Drüben ist eine Tür. Das ist doch die Eingangstür. Eine ist verschlossen, eine ist. Quasi die, genau, der Weg zum Händler. Das ist der Händler, ja. Okay. So, gegenüber ist verschlossen. Treppe runter bringt auch nichts. Er ist weiter tot. Hier. Da ist nur Jesus. Jetzt muss man der Plattform in der Mitte noch haben. Da, ne? Tisch? Nee, nein. Das ist kaputter Rest von der Vase. Es muss diese komische Plattform in der Mitte sein. Vielleicht kannst du oben eine Leiter runterballern von der Decke. Ja, ich denke auch irgend sowas, ja. Was ist denn das geradeaus? An der Wand. Okay, Leiter schon mal nicht. Aha, meinst du, dass da ein Schalter ist von der Leiter geradeaus an der Wand? Das sah irgendwie so aus, als wäre da was. Jetzt nach links weiter noch. Da diese viereckige Öffnung. Ist das so? Das da war das Sattlerbild. So. Ja. Ja. Was kannst du unten denn noch anbauen? Wir dürfen da gar nicht so smart denken. Das ist irgendwas Stumpfes. Gibt es den Schalter, vielleicht den man anschießen kann? Oder vielleicht müssen wir runter. Oder müssen wir den Umweg nehmen? Aber das wäre ja auch irgendwie Quatsch.
Welchen Umweg denn? Ach, komm, was zeigt denn die Karte an? Ist da nicht ja, ein roter guter Bumper? Gedanke, ja. Da, Ziel. Ja klar, Ashley. Wie kommt man hier noch rein? Also da sind die beiden Sachen, wo du nicht durch kannst. Es sind zwei Türen, wo du durch könntest. Eine Tür, wo ein Speicherpunkt dahinter liegt. Die hier? Aber auch noch, nee, die nicht, die ist ja zu. Aber das genau, aber ach, das ist da, wo es hieß, du kannst nicht Ashley zurücklassen. Ja. Und das ist unten, glaube ich, die anderen Türen. Ach so. Das gilt als ein Raum hier, ja. Also ganz komplett drumherum wieder zurücklaufen. Ja, aber da jetzt nochmal zurücklaufen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das ist Quatsch. Also, naja, man könnte natürlich so und dann hier. Aber das, da sind wir hergekommen. Das ergibt keinen Sinn, da kamen wir her, ne? Das ist ganz merkwürdig. Und ansonsten gibt's eigentlich keine Möglichkeit, außer, nee. Schön, dass wir in dem Spiel auch nochmal hängen, jetzt, obwohl wir es alle schon Händler, Schreiben. Gibt's irgendwo, man könnte es sein, dass hier noch irgendwo ein Schalter ist? Nein, das ist auch Quatsch. Dann muss es doch hier was sein. Das ist wahrscheinlich total einfach. Ich schieß da noch mal gegen. Schieß mal wahrscheinlich ist es vielleicht kannst du irgendwie, benutzt man das Scharfschützengewehr, oder? Oh ja, und versuch mal die Dinger wegzuballern. Guck mal, ob da irgendwie was. Ja, das sieht aber alles nicht so aus, als geht. Doch, baller mal eins davon weg. Was? Ich glaube. Okay. Okay. Warum es nicht mit der normalen Pistole geklappt hat, weiß weil ich nicht. Weil ich hab da perfekt dran geballert, ne? Haben wir alle gesehen. Ich glaube, jetzt ist die Ecke, wo man sie beschützen muss. Von oben immer, das ist. Na gut, schauen wir mal. Oh nein! Erstmal hinter mir. Die waren noch hinter mir, oder? Ich glaube, die Shotgun unten. Von oben ist wahrscheinlich nicht so. Nee, die okay, sind unten alle. Ich dachte, die wären auch hinter mir. Ja, sah ein bisschen so aus durch die Einstellung. Okay, so. Muni hast du noch genug. Erstmal einmal nachladen. So, und jetzt? Gut, wie sie auch nichts machen. Ich will nachher die Items einsammeln. Ich sehe jetzt gerade keine, aber... Oh! Oh nein! Lass die erstmal in die Nähe kommen, ne? Was anderes hilft ja nichts. Ey, wie schnell ist der denn da jetzt hingekommen? Die gehen direkt auf Ashley zu. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie eine Seite nehmen. Okay. Ach, Ashley bewegt sich von alleine. Ja, das. Oh, ich erinnere mich. Schießen! Nein! Okay, er hat einen Schlüssel, den musst du auf jeden Fall töten. Von wo ist er? Da ist er. Okay. Okay, sie ist gegriffen worden. Wo? Wo? Ah, shit! Kann ich sie? Ja. Headshot. Boah, aber ihr habt gesehen, ja, wollte sie den anderen Kopf. Du hast sie eigentlich auch nicht getroffen. Eigentlich also nicht. Schade. Vielleicht war das Schrapnell der Hirnschale auf sie rüber. Ja, man sollte wirklich nicht auf den Kopf, wenn der so nah ist bei einem anderen, ne? Ja, aber war auch von der Perspektive natürlich schwer. Mhm. Ich mach nochmal, ja? Ja. Ashley wird's dir verzeihen. Ärgerlich. Ich hätte das jetzt auch gerne so cool wie Gregor gemacht. Bam, 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 bam. Okay, jetzt machen wir es richtig. Probier noch mal, ob du es vielleicht mit einem normalen Wegballer kannst. Mit einem Raketenwerfer. Ja. Was für vielleicht nur eine Kante oder ist der zu schwach dafür? Okay. Moment. Letzten ist noch mal sicher, ne? Nee, ich will aber nur schon mal vorladen. Mal nach vorladen. Man kann es auch übertreiben, aber warum nicht, ne? Glaubt ihr, die Granaten bringen hier was? Wahrscheinlich eher nicht, dass die Gefahr, sie zu treffen, öffnet. Ja, den Roten kannst du vielleicht dann damit leicht killen. Das stimmt, ja. Ja, das ist ein guter Punkt, das werde ich machen. Und hier kannst du nur nach vorne. Ach, da kommen sie von der Seite beide. Ah, die Fackeln. Haben sie ein bisschen verdeckt auch. Die perspektivisch beschissenen Fackeln. Bastarde. Lord Sadler. Jetzt geht sie rüber. Irgendwo ist noch einer. Die Nerven auch, die hinterlassen keine Items. Nee, okay. Das ist auch gleich die Tür, wo sie durchkommen. Da nehmen wir doch schon mal das Grenade. Nur eins, scheiße. Achso, die anderen sind alle Rauch, ne? Blendy. Ja. Alles Blender nur. Na toll. Egal. Habe ich sie erwischt? Ja, sie hat kaum noch Energie. Schieß! Ah ja! Hammer. Ist sie hier irgendwo? Weiß ich nicht genau. Da ist sie.
Holy shit. Ja gut, das war halt echt nicht gut. Kann ich über... Sie hat den Schlüssel. Kann ich das so machen? Nee, ich glaube, sie ist zu weit weg jetzt. Kannst du leider. Verwenden? Sicher? Mach lieber nicht, du verschwendest okay. Es jetzt dann, ne? Deine Hand hat sich gar nicht bewegt. Oh, jetzt steuerst du sie. Ja. Oh, hat sie voll Energie. Auch vergessen. Ja. Ist ja noch besser, voll Energie. Hast du es vergessen? Das kommt auf jeden Fall das nervigste Rätsel im Spiel. Cool. Ich hoffe, du weißt es noch. Zu der Stelle hatte ich tatsächlich auch noch mal ein bisschen was an Trivia gesehen. In der japanischen Fassung, wenn ich mich nicht irre, müsste das hier tatsächlich mit festen Kameraperspektiven sein. Die Parts, die du mit Ashley spielst. Also, dass sich so anfühlt wie die ganz alten Resident Evils. Mhm. Oh. Warum sie das auch immer dann wieder in die Perspektive für die westliche Version gemacht haben, weiß ich nicht. Ist ja wirklich eine, schon eine ziemliche Extraarbeit eigentlich auch. Ja, aber so als kleiner. Aha. Weil du musst hier eher vorbeischleichen. Oh nee, das ist super dumm. Schleichen, gibt's einen Schleichbutton? Ich glaube nicht. Geh einfach und geh an ihm vorbei. Der guckt an die Wand. Okay, lauf. Hat er mich gesehen? Lauf, ja. Lauf. Ich wollte. Ich werde trotzdem auch mir alles angucken. Nein, scheiße, hier ist zu. Und das, glaube ich, da durchkriechen müssen rechts. Du bist schon, gehst noch mal zurück, oder? Nee, doch nicht, das waren die beiden. Also ein Zwischengang. Okay, da links muss ich hin. Mhm. Zu dem Crank. Boah, nee. Da dreht sie durch! Da werde ich Crank von. Das dauert unnötig lange. Noch eins. Ihr spinnt ja. Es geht vielleicht. Oh, zwei Crank. Du passt da doch locker durch. Ja. Du Fischgräte. Du hast nix auf die Hamburger verzichtet. Da kommt er. So, kurz gucken. Irgendwas liegen gelassen? Irgendwas Geiles? Ist, glaube ich, wurscht. Ja, du kommst eh wieder nochmal. Okay, ja. Na gut. Wenn sie überhaupt eins hat. Ja, muss sie ja. Oh, gucken, was für tollen Kram ich habe. Drei tolle Sachen schon. Das geht wahrscheinlich jetzt nicht auf, oder? Doch. Wollte ich dann eventuell... Nee, zu spät. Nochmal den Gang lang. Jetzt musst du committen. Jetzt muss ich committen, ne? Notiz des Butlers. Des Butlers. Da Sir Ramon Salazar keine Familie hat, muss Lord Sattler seinen starken Glauben an die Los Illuminatos genutzt haben, um ihn dazu zu bewegen, die von seinem Ahn versiegelten Last Plagas zu befreien. Wofür steht SR? Senior. Senior Salazar würde so etwas niemals wissentlich tun. Ich hätte das falsche Spiel des Lords ahnen müssen. Jetzt bin ich mitschuldig. Ich habe keine Ahnung, was der Lord vorhat. Aber Salazar wurde nur ausgenutzt. Nun, es ist zu spät. Salazar hat die Plaga in seinem Körper injiziert. Haben sie erst einmal adultes Stadium erreicht, gibt es kein Zurück mehr. Das können alle, die Kinder haben, bestätigen. Mhm. Der Plagaparasit stirbt erst, wenn der Wirt stirbt. Es gibt keine Rettung. Vielleicht hatte Salazar eine Ahnung von den Plänen des Lords. Aber ich kann nichts tun. Ich diene der Familie Salazar seit Generationen. Ich bin bereit, meinen Dienst bis zum Ende. Moment. Also er kann gar nichts dafür eigentlich. Tja. Also es bedeutet, mehrere Salazar-Generationen sind gestorben, während er für die gedient hat, ja? Es ist aber kein guter Butler gewesen, wenn ihm alle reihenweise. Er hat sie nicht gut ernährt und ja, irgendwie ist sie nicht. Was stand da? Moment mal. Runde Öffnung. In der Mitte. Da musst du was finden wohl, ne? Ja. So. Gucken wir mal, jetzt was die Frage, ob die Penner durch die Tür kommen. Oh, jetzt gerade, wo du es sagst, kriege ich Panik, dass ich vielleicht mir viel zu viel Gemütlichkeit Du musst gönne. Die Gelegenheit haben. Ja, siehst du? Ja, doch. Aber du kommst ja an dem vorbei. Von unten zieht's. Ja, okay. So, wo geht der denn lang? Lauf links an ihm vorbei. Ich will ihn erstmal hier hinlocken. Ja, lieber ein bisschen sorgfältiger, weil ich glaube, die Items, die du hier zurücklässt, dann war's was mit den Items. Ja. Kannst du ja schön Leon geben dann. Doch alles nur Standard-Items. Ja. Oh, schönes Seidenkristall. Du musst vielleicht doch nochmal in den Gang zurück, vielleicht ist das da am Ende irgendwo. Ja. Das war ja nur ein Raum und wir haben ja nie weiter geguckt. Hier geht's weiter. Hier kommt er wohl auch nicht hin. Weil die Musik nicht da ist, ne? Ah. So. Kann man hier Kannst was schieben? Ja, aber jetzt, mal irgendwie sieht man es schon, oder? Dass man hier was schieben kann. Da zieht es dahinter. Von der Seite? Merke ich schon. Ihr Pulli wackelt. Ja, aber ich will doch nicht gegen die Wand ziehen. Ja. Okay, ganz komisch. Ich wusste, dass das so geht, aber ich konnte es irgendwie gerade nicht. Button drücken.
Schnell rein, nächsten Button drücken. Mhm. Ja, nee. Moment, hier? Oh, nicht. Ja, ach, doch. Da drunter, ja, klar. Soll ich das noch vorher drücken? Ja. Na. Aber da kannst du jetzt durch. Ja. Ist ein bisschen wie das Rätsel mit den Schachfiguren. Bei Resident Evil 2, nur viel einfacher. Steintafel. Kannst du die Steintafel mal angucken? Vielleicht ist da irgendwas, vielleicht kann man die auseinanderfriemeln oder so. Oben und auf Schlüssel und Schätze. Ach ja. Ashley, in Spanien nun kein Geld auf Tasche? Eines der Teile eines Puzzles. Irgendwas, nee. Mal untersuchen, oder? Hab ich gerade. Ach so, ja. Schon, ja. Eines der Teile eines Puzzles. Drück noch mal den, bevor du rausgehst, drück noch mal den ersten Knopf, den du an der Wand gedrückt hast. Eventuell bleiben jetzt zwei Türen offen. Hinter Warte mal, wo war der denn? Zurück. Der hier an der Wand. Da, ja, stimmt. Ich glaube, es gehen zwei auf und die davor jetzt, ja. Geht zu. Genau, und jetzt kannst du nämlich durchgehen. Ah. Wusste doch, dass das noch irgendeinen Sinn hat. Ja, genau. Nee. Will ich hier lang? Ja. Ja, zu der Tür, ne? Kurz noch mal gucken, war hier irgendwas noch? Kristallis. Ja, vielleicht auch, krass. Richtig viel noch. Hm. Da war auf dem Stuhl was? Im Spinelli? Das heißt Spinelli! Echt? Die sind einem echt aus der Tasche gefallen. Oh, ah, ja. So eine Todesfalle. Ja, entweder das, aber ich glaube, du kannst. Ist nicht eins der alternativen Kostüme, dass du so ein Ding anziehen kannst? Stimmt, ja. Ja? Echt? Okay. Lord Sadler. Gut, eigentlich muss ich ja gar keine Angst haben, sie kann ja eh nicht viel kämpfen. Obwohl, das sieht's. Okay, ja, viel Spaß. Ja. Sowas mag ich gerne. Ja, willst du das machen? Nö, mach ich das nicht. Ich bin immer sehr schlecht in sowas. Okay. 800 Ist dahinter nicht later. Sogar. Ist dahinter nicht. Man sieht doch dahinter schon mal. Man sieht ja sogar noch die Steintafel. Was dahin gehört. Seht ihr das? Nee, die Steintafel, glaube ich, ist also da. So, die muss am Ende rein, wenn du den Rest hingebaut hast. Ja, genau. Ja, du siehst die irgendwie ein bisschen. Oder du, das, was du, ich hier sehe? Du siehst, wo die runden, die mit dem Runden hin müssen zumindest, ne? Okay. Also, ja, das, was du jetzt ganz oben rechts hast, muss unten in die Mitte. Ja. Ja, genau. Das muss ich nicht mitnehmen. Ich habe jetzt gerade an die Ecken erstmal gedacht. Genau, das so. Links muss ganz nach unten. Ja, links. Gar keins. Ich will kurz mal gucken. Gar keins. Oder? Sieht schon anders aus. Schau mal, das sieht schon anders aus. Ob das. Das ist schon korrekt, ja. Was du oben rechts hast. Der da unten links muss auch ganz nach oben links. Hm. Den hier meinst du? Nee, oder den da drunter. Der muss ganz nach oben links. Ja, klar, so wegen dem Ornament, ne? Genau. So. Das muss. Ich will das. Ich das Mittelteil ist richtig. So, das und das. Und das und das. Und dann geht man hier so hoch. Okay. Wie könnte man jetzt das obere Teil schon mal hinkriegen? Schau mal, die beiden passen schon. Das ganz unten gehört nach oben hin. Ja. Das hier? Ja. Das unten in der Mitte, ja. Das hier, ja. Das gehört nach unten links. Warte mal, wie kriegen wir das denn jetzt nach oben? Oder ist das vielleicht noch gar nicht die. Doch, doch. Ja. Ja, weil, ja, wie kriege ich das dann nach oben? Nee. Ja, du musst noch mal eins von den oberen dann. Genau. Aber so kommen wir ja nicht. Oh, oh Mann, das sind immer die. Das ist die Rätsel, das ne? Das ist der große Spaß. Ich beantworte mal ein paar E-Mails. Wie komme ich so und dann. Na, ist ja egal von welcher Seite. Wie kriegen wir das da oben raus? Indem wir eine Lücke schaffen, oben. Wie schaffen wir oben eine Lücke? Ohne die beiden. Es geht so nicht, ne? Können wir so nicht machen. Okay, wir probieren mal's. So, und jetzt irgendwie hier noch was. Ja, es ist schwierig, dass jetzt so da so. Das Tipps links geben. Muss weg. Ja, wenn du eine. Du kannst auch. Wenn, also, wenn du da besser bist, kannst du das gerne machen. Ich bin da so ein bisschen. Hä? Ich glaube, wir sollten da auch nicht so quer durcheinander. Da muss einer dran und einfach probieren. Okay, ich versuche jetzt mal die Dinge alle hier unten anzubringen, ne? Ich mache jetzt mal einmal den langen Weg. Nee, das ist ja auch falsch. Nee, ne? Ich will das Ding halt dahin bringen, aber es klappt so nicht. Weil das gehört ja nach unten, die beiden hier. Mhm. Okay, und
Mal kurz gucken, was geht noch. Nee, hier geht alles nichts. Nee. Ich versuch's oben jetzt erst. Geh raus und wieder rein. Ich glaube, dann resettet sich das zumindest. Ja, aber eigentlich. Aber ist es jetzt schlechter als am Anfang? Ich weiß nicht, es ne? nicht. Also, entweder bewegst du dich weg vom Ziel, weit weg, oder. Ich verdreh mal gerade einfach ein bisschen, nur damit sich hier was verändert. So vielleicht. Ich pack den da. Und dann kann ich vielleicht. Ich muss die nebeneinander kriegen. Die beiden. So, und dann. Müssen wir so ein Spiel geben, wo es nur solche Rätsel wie das plus das mit den Flüssigkeitsständen bei Resident Evil 2. Ach nein, dieselbe Scheiße schon wieder. Oh, das hat überhaupt nichts gebracht. Ah, oh, wie ich hasse diese Memory. Nee, nicht Memory. Wie heißt denn das mit dem Loch? Schiebepuzzle ist es. Schieberätsel. Ja. Das ist das, was du bei der Bank bekommen hast, wenn du ein schlechtes Kind warst. Aber schau mal, das immerhin passt das jetzt. Das hilft mir auch nicht weiter. Willst du mal probieren? Gerne. Schau mal, das hier passt auch. Aber eben an der. Aber geh sonst nochmal raus, um es vom Anfang. Ja, vielleicht gehst du wirklich nochmal raus. Ich glaube, es ist jetzt total verschoben. Oder? Nee, er merkt sich das. Geil. Ja, es bleibt so. So, ich gucke jetzt nach. Ach, das kann man nicht, ne? Doch, ja, du, wenn es jetzt so. Ja, ja, jetzt können wir nicht mehr. Nee, stimmt, jetzt haben wir schon angefangen. Okay. Das ist doch schon mal sehr gut. Das war oben rechts oder oben links? Das oben ist links. Oben links, ja. Das, was oben links ist, gehört nach unten. Ey, wie oft man das im Videospiel schon gemacht hat, ne? Und es hat immer dieselbe Logik. Also die Mechanik ist ja eigentlich immer gleich. Man vergisst trotzdem immer wieder, wie war es nochmal? Wie bringe ich was in die Ecke? Das kannst du aber entweder. Das ist genau wie bei Rubik's. Oh, ne? Siehst du? Sehr, sehr gut, du hast es geschafft. Ey! Da ist keine Technik dahinter, sondern du musst dir nur merken. Das ist ein bisschen wie Rubik's Cube. Ich fühle mich auch immer dran erinnert. Aber hier, Fabian hat es aber auch gerade raus. Genau, jetzt müssen wir nur noch den einen einpflegen. Ja, genau. Oh. Ja. Jahrelang Professor Layton haben geholfen. Oh nein! Ja, doch. Gut. Das ist schön. Ja, alter Falter. Der eine. Aber du bist ja saugut. Aber den kriegst du rüber. Ja, vor allem, er weiß genau, wo er die hinpacken muss, damit das passt. Okay, und dann das letzte. Großartig, Farminger. Ja, aber da hast du jetzt aber hier tief gestartet. Du wusstest doch ganz genau, wie es geht. Ja, das ist auch nur also, ich mein, du, irgendwie. Aber du hast schon gerafft. Man darf nicht nachdenken, sondern nur im. Es fühlt sich richtig an. Mach das dahin. Nee, aber du wusstest genau, wo du es hinpacken musst, damit es dann letztendlich dahin wandert, wo du. Ne, nicht schlecht, nicht schlecht. Respekt. Ja, ich glaube, man kann es gleich. Du bist eh dran, ja. Okay. Ja, ja, klar. Du wärst jetzt eh dran gewesen. Nice. Was passiert denn jetzt hier? Was habe ich denn jetzt eigentlich gerade gemacht dadurch? Ist die Tür geöffnet? Die hier? Eine Tür, ich glaube, die. Nee, doch, da warst du noch nicht. Oh ja, stimmt. Ach ja. Das ist das. Und das gehört in das andere Rätsel rein. Natürlich, ja. natürlich. Und noch was. Hier kriegst du jetzt ein so, wenn ich. Oh, wow. Krieg ich jetzt eine Waffe hier? Nee. Ach, der andere Teil vom. Was war das andere nochmal? Der Ziegenkopf da. Den. So, ne? Das Ziegenornament. Ja, das hat Leon natürlich, das Ach so, ja, Ziegending, klar. Ja. Aber pass auf beim Laufen. Jetzt. Ist hier schon irgendwas? Ich glaube, draußen hacken jetzt die, die Rüstungen. Oh, erkischt. Nach Halsband. Kaufen, ne? Okay, okay. Ja, Scheiße. Ich dachte, die stehen da nur und hacken. Du hast sie aber super alle hingelockt. Einfach schnell. Ja. Jetzt schnell sein. Super gut. Toll. What the fuck? Links, ja. Ich dachte, die stehen da und machen den hier. Ja, hab ich irgendwie hätte mich das jetzt auch. Lauf! Macht der A, siehst der du beides. Runter. Du kriegst einfach beides. Kommst du jetzt durch? Musst du. Alter. War das Ausweichen oder hast du. Ja, das war Ausweichen. Glück gehabt. Oh. Ja, zum Glück. Es sieht immer so aus, als ob du getroffen bist, ey. Wo ist der Rest denn auf einmal? Kannst du den Knopf eventuell drücken? Oh ja. Scheiße. Naja, lauf durch die Tür. Nichts. Egal. Oh! Alter, plötzlich. Sag nicht, dass du. Oh, aber heil dich lieber. Jetzt. Heil dich. Einmal wechseln sie das dann, ne? Ja. Kommen wir immer ein gelbes. Ja, gib mir mal eins. Oh, aber hier geht es ein bisschen schneller rauf. Sie kriegt viel mehr, ne? Das ist Female die Privilege. Ist in dem Fall, glaube ich. Sie kann es besser anwenden. Sie macht smarter. Mhm. Sie weiß einfach mehr umzusetzen. Ne? Der Typ reibt es wahrscheinlich einfach irgendwie drauf. Sie beißt nicht aufs Bonbon, sondern sie genießt. Was ist das?
Ja, diese Panty-Shots machen mich fertig. Ich wünschte wirklich, das wäre nicht so. Wobei, man sieht doch schon weniger hier als... Ja, aber es ist so... Ach, es ist immer so ganz kurz vor Cringe. Ach. Ganz kurz vor Japan, ne? Ja, wenn es irgendein anderes Spiel wäre, würde es mich nicht so... Aber es ist ja dann doch ein populäres, wichtiges Spiel. Dafür ist es dann doch Man muss trotzdem bedenken, also so... Es ist fast schon... Altertümlich. Ja, es ist zu alt, ne? Es ist aus einer anderen Zeit, aus der Zeit gefallen. Oh. Leon! Ashley! Ich stand die ganze Zeit da nur rum. I'm sorry if I was. Oh, don't worry about it. Come on, let's move on. Come on. Das war's schon wieder. Das war schon 4-1 sogar. Ja. Nee, es war 3-4, nee, war das 3-4. Ja, und jetzt fängt es klar. Fangen wir noch an, jetzt, oder? Mehr als die Hälfte mittlerweile hinter uns. Jetzt müssen wir 4-1. Gibt's 5? Bin mir nicht sicher. Ja, 5 oder? Naja, es sind auf jeden Fall noch. Vielleicht ist es alles noch 3 mit dem Schloss. Oh, ach, Ashley's Items. Oh, warum haben wir ihr die scheiß Energie gegeben? Sie brauchte sie doch gar nicht. Naja, dann stirbt sie nicht so schnell weg, wenn sie mal wieder irgendwie. Ah, ja, wir können ihr doch nichts geben. Sie ist ein NPC, Mann. Gib's ihr ein Ei das nächste Mal. Oh, what a touching moment we have here. All spoiled thanks to your interruption. Why don't you do us all a favor and leave before the audience gets pissed off? You're nothing but an extra in my script, so don't get too carried away. Your biggest scene is over. I don't ever remember being a part of your crappy script. Well then, why don't you show me what a first-class script is like through your own actions? Es ist lustig, weil offensichtlich kein gutes Skript für das komplette Spiel. Ja, auch für den ganzen Dialog nicht. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Die Amis haben eh das alles nochmal mit mehr Humor reingepackt. Diese ganzen Gags sind auch alle gar nicht drin im Japanischen. Ach, ist so? Ich glaube, die haben das komplett ernst genommen, alles. Ja, das weiß man natürlich überhaupt nicht, wenn man nur Japanisch. Es passt. Man kriegt es überhaupt nicht mit. Dass also die flippigen Sprüche und das alles relativ inhaltslos. Ja, passt schon. Es passt schon. Ne? Viel mehr habe ich jetzt auch nicht erwartet. Aber ich finde, sie werden schon besser. Also gerade 7 ist ja dann doch auch noch mal irgendwo... Ja, 7 ist storytechnisch und performance-technisch. Auch Resident Evil 2, das Remake, da ist die Story zwar auch blöd, aber ich finde, die Performances sind super. Das ist, was sie aus der blöden Story gemacht haben, zeigt eigentlich, dass sie es besser können mittlerweile. Ist jetzt Bosskampf rein hier? Könnte sein, oder? Fühlt sich so an, ne? Aber ist sie denn da wirklich dabei? Ich erinnere mich da gar nicht dran. Ach, sie wartet in der Ecke. Ich kann mir auch vorstellen, dass man sie zwischendurch ja immer wieder retten muss oder so. Also ich könnte jetzt hier hingehen. Ah, jetzt fängt es an. Irgendwas war, oder? Ich sehe es doch schon dampfen. Da, jetzt geht's los, genau. Ach ja, oh Gott. Lorefahrt. Mhm. In die Mine wahrscheinlich, oder? Nein, noch nicht. Du fährst jetzt mit den Gondeln über die Lavaberge. Jetzt kommt voll der Fun-Ride. Jetzt kommen diese ganzen Räume mit Lavas. Angst irgendwie, dass irgendwie eine Falle oder sowas sein könnte. Ja, aber jetzt ist es ganz entspannt dahin. Also warum haben die jetzt diesen Ride da reingepackt? Ich meine, Schnitt. Und man fragt sich die ganze Zeit, was wollen die damit? Wegen diesem Riesenraum, wo du da hinkommst, oder? Okay, damit man einfach eine Entfernung hinlegen kann. Ist das wieder der große Gang in der Mitte, oder was ist das? Es ist nur, damit es passt. Ah, jetzt kannst du die Items da einsetzen. Ach, dahin sind wir zurückgefahren. Irgendwo, die haben wirklich große Räume. Ich denke, das soll dann darstellen, wenn du schon so viel fahren musst, dass es auch verständlich ist, dass da so riesige Räume sind überall. Da fehlt noch ein Item, aber. Ne? Shit, ja. Da fehlt es, die Schlange fehlt. Die Chimäre ist nicht vollständig. Oder nee, doch. Der Löwe fehlt dann. Dann musst du wieder zurückfahren, weil da war ja noch eine andere Tür. Ach, wirklich? Mhm. Ah, okay. Gut, jetzt bin ich dankbar für diesen Lift, weil wenn man den langen Weg nehmen müsste, wäre es ja sehr anstrengend. Nur von dieser Seite ansteigen. Also bisher ist das Schloss wirklich das Bizarrste. Ja, es ist halt auch schade, weil es ist natürlich ein bisschen easier als das Dorf. So, das Dorf ist eine viel coolere Location gewesen als das komische Schloss hier. Ich find's eigentlich nicht so schlecht, weil da so viel Abwechslung drin ist, ne? Also das hätte auch durchaus immer gleichförmige Gänge sein können. Wait here. Gut. Aha. Ja, genau. Ist vollkommen logisch, ne? Dass du mit dieser komischen Vorrichtung
Jetzt wegen der Jahrmarksbart. Das ist wie so ein Hine-Hipster, der mit diesem, auf diesen riesen Einrädern fährt. Hättest du das erwartet, Alter, in dem Schloss in Spanien? Ein Zelda-Dungeon, so der... Ja, so ein bisschen, genau. Zelda-Dungeon. Die haben bestimmt so ein Wärmekraftwerk auch. Alter, einfach ein sprudelnder Spratz. Wer hat da gebaut? Wie haben die gebaut, während das da überall spratzt? Oh, neue Gegner. Oh, oder haben die es nachträglich gemacht? Die ist was ja klar, ne? Sehr, ja, ja. Oh, sicher, dass ihr nicht oben die Haken abschießen müsst? Die sahen so silbern aus. Wisst ihr, was ich meine? Ja, damit er da runterfällt. Weil dann fällt es rein und eventuell, ist auch eventuell kannst du die Haken auch abschießen, ja. Ich glaube, es ist die Frage, ob noch mal welche wiederkommen. Ah ja, davon. Es geht auch so, einfacher. Okay. Ja. Wenn der tot ist, dann platzt alles. Dann hast du zwei Kistis gekriegt. Wo sind die? Geradeaus durch. Ey, das ist ja absolut... Da ist eine, ja. Ich glaube, es liegt daran, dass ich mich kaum erinnern kann, dass ich das bei Giga einmal durchgespielt habe. Mhm. Da gab es das schon. Das war Giga-Zeit, ja. Und später dann Giga-Zeit. Nie wieder oder so. Wirklich nicht? Ich glaube nie wieder. Ich glaube, man spielt es ja an. Ja, du, ja, natürlich. Also selten weiter als bis zu dieser Zugbrücke, ja, wenn ich stimmt. ehrlich bin. Stimmt. Weil der Schlosspart dann einfach auch lange dauert. Und man kommt da selten hinter den Schlosspart. Ich wüsste gar nicht, was danach kommt. Ich denke, die Minen ja, aber wahrscheinlich auch noch. Ich habe es auf dem Gamecube gespielt. Oh, da kommt was da vor ist dir. Auch direkt. Neben dir einer. Was direkt vor dir. Frage, bin ich gesehen. Ist nicht schlimm, aber du hast auch kaum was. Ah, hast du gesehen, wie die kleinen. Kleinen Stückchen. Nice. Ach, ist voll hart, ey. Nee, ich habe mindestens 3 oder 4 Mal durchgespielt über die Jahre. Auf den, vom Gamecube angefangen und bis zu einem der Remaster. Das erscheinen die Tage für Switch, ne? Entschuldigung. Können wir es ja wieder wie auf dem Gamecube spielen mit der Qualität. Jetzt kannst du die... Oh mein. Jetzt kannst du ihm aber wirklich die Johnnies da oben anballern, ne? Jetzt musst du sogar. Ich glaube, hier sind noch mehr Gegner. Oh, komm. Was musst du denn treffen? Gar nichts anscheinend. Okay, es geht nicht. Okay, klappt nicht. Okay, ist einer hinter. Wie dumm. Aber der verbrennt dir jetzt die Gegner weg, oder? Ja, hoffentlich. Nee. Oh. Wie gemein, aber du hast noch Energie. Alles easy. Oh. Nicht immer nur Headshots, ne? Nein, wollte schon gerade. Oh, der hat auch nur einen halben. Hat er irgendwas? Nee, doch. Nee, es sah nur so aus, ne? Oben rechts, ja, kommen noch welche. Ich würde gerne mal die Items vorne holen. Später. Vor allem, das sind auch Momente, wo man sich schon fragt, weißt naja, hätte man die sein, spannender inszenieren können. Ohne Ende jetzt Leute kommen, bis du weitergehst, ne? Ja? Meinst du wirklich? Das glaub ich nicht, oder? Lange die noch Items droppen? Ich denke auch, ich meine, das könnte man ja. Na gut, nee, du hast sie doch. Aber wie kriegst du den denn weg? Du musst von der Seite raus? Ja, ich muss jetzt hier schnell dahin. Er kann aber auch dahin schießen. Ja, ja. Vorsicht, zu spät. Muss einfach schnell genug sein. Jetzt genau die andere Seite, ja. Natürlich. Und jetzt stürzt das ab. Also besonders viel Sinn ergibt das auch nicht, weil der aus der Balance gekommen ist und dann... Ich glaube, das ist so der Tiefpunkt storytechnisch und logiktechnisch. Okay, und das da unten muss dann doch Wasser sein und Lava nur von der Seite, oder? Oh, ich habe keine Muni mehr. Für die gute Waffe. Alles voll, auch alles verwendet. Die haben da sogar Ornamente reingeschnitzt. Und 3 Meter von der Lavapampe entfernt. So, jetzt können wir noch, schaffen wir es noch zurück. Dann können wir es noch einsetzen und dann haben wir wieder viel geschafft heute. Da ist auch direkt eine... Das war ein guter Run. Waschmaschine, hätte ich fast gesagt. Eine Waschmaschine? Ja. Ey, es würde mich hier auch nicht mehr wundern. So, irgendwas passiert sicher noch. Das ist so Suda51-Style, ne? Da speist du auf Toiletten ab. Hier mit Waschmaschine. Oh, komm. Oh, du hast es nicht direkt geschafft. Jetzt musst du in der Drehtür noch eine Runde warten. Und... Ist doch, wenn es da brennt, was ja logisch ist, wegen der Lava, kannst du in der Feuerevakuierung, kannst du doch die Leute nicht durch so eine Schiebetür, eine Drehtür. In Spanien werden die Leute ins Feuer evakuiert. Nicht vom Feuer schnell, weg. Genau. Gehen sie schneller rein. Ja, hier einfach direkt runter. Ja. Moment, an dieser Seite sind schon 4, springen sie mal da rein. Fallen sie einfach direkt runter. Bitte nacheinander fallen. War das der Durchgang? Ja, oder? Nee, jetzt läuft es wieder zurück. Nee, leider. Es war die Seitentür. So, geil. Jetzt ist das Side-Door.
Sadies. Einmal rüber, einpacken. Frage ist, gibt's danach eine Cutscene oder nicht? Wahrscheinlich schon, oder? Wollen wir sie angucken? Ja, noch? Ich speichere jetzt einfach die ab, bevor ich das einsetze, dann kann man uns das gut merken. Das war auch ganz erfolgreich heute, oder? Mega. Also, sind wir eigentlich gut weitergekommen. Hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu spielen. Oh ja. So. Zweite Folge machen wir diese Woche ja auch noch. Mhm. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt vier Teile alle ein, zwei Stunden gebraucht für etwas, wo ich sagen würde, sind wir bei der Hälfte oder über der Hälfte? Laut Kapitel, über der Hälfte. Wir werden, also mit dem Tempo, wo wir rangehen, bestimmt noch vier oder fünf Teile brauchen. Wollte auch sagen, aber immer noch kommen wir unter 20 Stunden wahrscheinlich raus, ja. Was gut ist für Resident Evil 4. Also ich bin zufrieden. Ich finde, es macht Spaß. Bin gespannt auf die nächste Session. Ihr auch. Mit uns, ne? Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.